So, Leute, sowas nennt man Vorahnung, ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ah, ich habe so ein Gefühl, das könnte gecrashed werden. Und genau das ist dann auch passiert, ja. Ja, die Leute, die auf Discord sind, die finden mit der entsprechenden Clearance natürlich jetzt nochmal den Hangout-Link. Toni und so müssen den haben. Und ja, Markus, ich habe dich ja nirgendwo, ich kann dir ja nicht schicken, aber Toni macht das bestimmt, ja. Und ich bin mal gespannt, ob Dennis nochmal reinkommt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er schon einen eigenen Stream eröffnet hat. Macht er ja ganz gerne mal, wenn hier was gecrashed wird. Ja, also ich bin sehr gespannt. Also, kommt gerne rein. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir jetzt die ganzen Leute wieder hier ankriegen, ne? Und der Witz war, noch gerade meine Ansage, ich habe noch gerade gesagt, die Einschläge kommen immer näher. Ja, übrigens, ne, willkommen beim Chaos Stream 2. Punkt 2. Ne, Chaos Stream 1 war ja von Helena Melkovic. Dann gab es nochmal einen Stream von ihr, der hieß aber nicht Chaos Stream. Und das ist jetzt hier endlich. Ja, und es ist so ziemlich genau ein Jahr danach. Also, wann war denn das eigentlich? Nee, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde das ganz toll, dass wir jetzt hier. Ich hoffe, dass wir weitermachen können. Toni, schick mal Markus den Ding und Dennis nochmal. Hat Dennis eigentlich schon eine eigene Sendung eröffnet? Das würde mich nicht wundern. Ja, also schätze ich ihn auch ein. Ich weiß es aber nicht, ich habe gar nicht nachgeguckt. Ich hatte echte Probleme, nochmal eine Sendung aufzumachen, weil plötzlich hat hier alles gehangen. Also mit Browser und so, ja. Ja, es war total seltsam. Ganz interessant finde ich, ich habe mal in den Hangout Verlauf mal reingeschaut und ich lese hier als letzten Eintrag vor 12 Minuten: Bernhard B. hat den Hangout verlassen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Bernhard B. was damit zu tun hat. Schwachsinn. Der hat das nicht gecrashed. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warum sollte er? Er war doch schon längst draußen. Und es war aber noch irgendwie Bernd Schneider. War da nicht noch irgendwo Bernd Schneider gewesen? Ja, irgendwas war mit Ben Schneider, ja. Ja. Die letzten waren Dennis und ich. Und dann noch so ein Pornobild, aber ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern. Es war auch irgendwas Triviales, also nichts, wo man Rückschlüsse ziehen kann. Ja, Leute, die Sendung ist gerade noch auf privat gestellt, weil ich muss mir das dann nachher nochmal angucken, ob da alles in Ordnung ist. Und dann werde ich die aber freigeben dann, ne? Also den Chaos-Stream 2.1, ne? Da ist doch Nee, dann. Bernhard B., du hast nichts gemacht, ich hab's doch schon gesagt. Ja. Ja, So, das würde jetzt heißen. du kannst ja gerne nochmal an Dennis ein Ding schicken oder so. Was den befleckten Kardinal angeht, also sehr gut, ja. Was den befleckten Kardinal angeht, muss ich sagen, ich hatte da irgendwie ein ganz komisches Gefühl die ganze Zeit. Aber muss aber nichts bedeuten, ja. War irgendwie komisch. Und was auch total komisch war, das war, dass die ganze Zeit immer nur ein bestimmtes Bild eingeblendet war und ich das nur noch manuell umschalten konnte. Das könnte also sein, dass da jemand schon Adminrechte hatte, der hier drin war. Das können wir übrigens auch sehr gut nachverfolgen, wer ja wann reinkam und wann das dann war, dass das Bild immer eingefroren war, ja. Das ist interessant, ja. Ja, wie gesagt, ich habe da ein ganz komisches Gefühl. Vielleicht wird sich das ja mal noch rausstellen oder so. Ja, das werden wir sehen. Leute. Ich würde gerne genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben, weil das war unheimlich interessant. Und ich würde auch gerne mal was einblenden, um da mal auch so einen historischen Zusammenhang herzustellen. Toni, jetzt sind wir leider hier auf meinem Notfallkanal und da kriege ich das ja mit der Toolbox nicht so wirklich hin mit Installation. Muss das halt dann manuell machen, dass du immer eingeblendet bist. Das geht schon. Okay. So. Also ich kann hier keine Steuerelemente für dich freigeben, leider. So, seht ihr das? Ja, ne? Da will ich aber gar nicht drauf hinaus. Ich wollte euch nur mal kurz bei der Gelegenheit den Bitcoin-Preis zeigen, ne? 8.250 Euro finde ich super. Passt aber gar nicht zum Thema. Der Markus hat vorhin etwas angeschnitten. Und da kann ich jedem empfehlen, nur mal die Suchmaschine seiner Wahl mal aufzusuchen und mal danach zu googeln.
Ja, und sich das mal anzuschauen, ne? Dass es halt ein Reichsgesetz gab, welches das Verbot der Jesuiten beinhaltete. Ja? Das bin ich auch vor kurzem erst drauf gestoßen, finde ich super interessant. Und ja, gleich mal den direkten Sprung gleich den letzten Satz, auf den möchte ich hier mal eingehen. Ja? Also hier wird sozusagen mal die Geschichte von diesem Gesetz ein bisschen beschrieben, ja, wie das so zustande gekommen ist und so weiter. Aber das soll sich jeder mal selber durchlesen, den es interessiert. Ich finde den letzten Satz ist der absolute Kracher. Erst 1904 wurde das Gesetz gemildert und 1917 abgeschafft. Finde ich super interessant, diese Zahl. Die Motive lagen in Zugeständnissen an die Zentrumspartei, die inzwischen für die Regierungsbildung unentbehrlich war. Ja? Das ist so eine Art CDU, das ist eine ganz wichtige Partei, denn diese Partei spielte eine entscheidende Rolle beim Reichskonkordat, bei der politischen Situation in Deutschland zu dieser Zeit. Kann ich euch nur empfehlen. Und das Reichskonkordat ist ein Staatskirchenvertrag gewesen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Ah, schaut euch das mal an, das ist super interessant. Wo ich hinauf möchte, ist das hier. Ah, so viele kennen das Bild. Und ja, zentrale Figur für mich sind Ludwig Kaas und Fritz von Papen. Also Franz von Papen und ja, ganz interessante Persönlichkeit, der Kardinalsstaatssekretär Pacelli, der dann Papst Pius XII. Wurde. Ja, finde ich unheimlich interessant, ja, diese Zusammenhänge sich mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ja, da hält man sich auch nicht ewig an Judenbashing auf, sage ich mal, ja. Blickt man ein bisschen tiefer durch. Ja, da würde ich nur mal darauf hinweisen, diesen Zusammenhang. Ich möchte in diesem Zusammenhang erstmal vielen Dank, Toni, dass du mich da supportest. Der Punkt ist auch der, ich überlege, ob wir nicht, oder gestern habe ich die Vorschau rausgehauen, und zwar die Marslüge, Jesuitengeschichte, ja. Der Punkt ist der, ich überlege mir ganz einfach, weil es ein sehr umfassendes Thema ist, ob ich mit dir nicht gemeinsam, vielleicht sogar mit Let's Play, den Teil 3 live, weil es ist so viel Information, die wir hier verarbeiten könnten. Um der Sache mal ein bisschen auf den Grund zu gehen, gerade im dritten Teil, weil im dritten Teil geht es um ja, Mars One-Geschichte hinsichtlich Mars. Die sind Platte, also es ist eine Aktiengesellschaft gewesen, die an der Börse gegangen sind. Beides sind. Und da wäre es vielleicht sogar sinnvoll, einen Livestream zu machen. Markus, kannst du nicht irgendwas machen wegen der Verbindung? Ja, es geht wahrscheinlich. Vielleicht einfach mal einen Router neu starten oder irgendwas. Das ist halt Ja, die immer sehr Verbindung abgehakt. ist schlecht. Da kann man nicht viel machen. Was schreibt ihr? Herzlichen Glückwunsch zu 1000 Abos, Mr. Let's Play. Wie 1000? Ich habe doch 2200. Ach, du meinst auf meinem anderen Kanal da? Ja, okay. Alle wieder da. Aber finde ich eigentlich sehr, sehr schade, ne? Also, weil ich auch vorhin gesagt habe, sobald er gesprengt wird, machen wir hier weiter, dann 10 Minuten später oder so. Finde ich eigentlich sehr schade, dass keiner mehr da ist. Ja. Wie Das ist es notiert? bestätigt mich. Das bestätigt mich. Was? Meine Annahme. Was ist deine Annahme? Dass das hier auch ein, dass das hier eine, dass das ja sicherlich auch nicht so alles zufällig passiert ist. Okay, Ich fand aber dann erzähl doch mal ein bisschen mehr. auch so dieses Verhalten von den einzelnen Protagonisten eben angefangen über Kurt.
als auch Dennis, ja, und auch dieses Störelement da, ja, das fand Können ich, mich hören? Fand ich unheimlich interessant. Wie ich mich fühlte. Ich fühlte mich irgendwie, als wäre ich irgendwie im Theater und davon wäre genau. Führung. Genau. Wir hören dich, Markus, aber bist immer noch abgehakt, glaube ich. Geht's jetzt? Bin ich so ernst? Hallo? Guten Abend. Ja, wir hören dich, Bodyguard. Alles gut. Nee, ich hatte gerade gesagt, könnt ihr jetzt? Also Markus, du bist eigentlich ist es fast unmöglich, dich zu verstehen, weil halt, wenn du wieder abgehakt bist und es fehlen halt dann Wortfetzen und sowas, ne? Oder teilweise Fetzen von ganzen Sätzen. Immer noch? Jetzt höre ich dich gerade wieder, aber das schwankt halt die ganze Zeit, ne? Na, ich hatte gerade, wenn eine Störung ist, sag das bitte. Ich würde gerade vorgeschlagen. Weißt du, bevor wir, ja, ich weiß, dass wir da Sendung da oder irgendwas machen oder in der Richtung. Ich würde aber gerne gerade noch darauf eingehen, was der Toni gesagt hat, dieser Bühnenaufführung, weil das lässt mich jetzt gerade nicht los. Das war total faul alles. Ja, ganz merkwürdig. Das Gefühl hatte ich auch. Ja. Markus, was sagst du dazu? Was ist dir da aufgefallen? Sie ist ähnlich wie der Toni. Der Punkt ist ganz einfach, hier wurde verschlagen. Und ich muss ganz einfach sagen, das ist, es geht nicht in die richtige Richtung, sondern es wird einfach abgewiegelt. Ja? Und ähnlich. Und ich finde das also eine Katastrophe, weil hier wurde auf persönliche, hier wurden nur persönliche Dinge angesprochen. Es wurde Beef gemacht. Ja. Nein, es wurde nicht gemacht. Das ist das, was es scheinen soll, ja. Weißt du, wie für mich das rüberkommt? Das war für mich eine astreine Reinwaschaktion für Kurt. Sauber, richtig sauber. Ja? Ja. Doch, das ist das, was für mich am Ende bei kommt. Aber Dennis, ich sehe es ganz einfach. Dennis hat sich mal ein bisschen gesund wieder, ja, und das war doch ein super Schlagabtausch. Kurt hat die Gelegenheit, die widerlichsten Unterstellungen, die ihm gemacht wurden, mit seinen Argumenten zu unterlegen. Ja. Danach war auch erstmal Ruhe. Das war großes Kino, ganz großes Kino. Ja, auf jeden Fall war eine Manipulation im Raum, die ich sag mal, auch wieder ein Thema ansprechen wollte, nämlich das Spalten. Ja? Fand ich also sehr dubios. Warum und weshalb nicht auf gewisse Fragen eingegangen worden ist. Ja? Das ist sehr merkwürdig. Also ich finde, der Gut hat sich sehr gut verhalten. Also da... Ja, er hat sich nicht gut verhalten, er hat sich gut verkauft. Ja, er hat gut. Er hat ja nichts gesagt. Da hat er was gesagt, was wichtig war. Na gut, der hat die Geschichte verkauft, beziehungsweise die Geschichte dargestellt, wie sie in damaliger Zeit irgendwie stattgefunden hat. Das sind doch alles Kleinigkeiten. Es geht auch um den Fakt, um die Position. Hat er eine Position bezogen? Zum was? Position bezogen bezüglich Herrschaft? Hat er eine Position bezogen? Da muss ich selbst fragen. Also hat er. Er hat eindeutig gesagt, dass er was gegen Herrschaft hat. Er hat aber nicht ewig drauf rumgeritten. Also ich habe auch überlegt, ob das eine gute Gelegenheit ist, ihn da weiter drauf festzunageln. Aber er hat sich eindeutig positioniert. Kurt hat mehrfach gesagt, irgendwie, also so quasi wie Hitler das, glaube ich, mal, oder zumindest ein Zitat von dem gibt, wenn quasi das deutsche Volk erwachsen ist oder wenn die Menschheit erwachsen ist, glaube ich, Kurt gesagt oder sowas, eine Richtung kann man sich ja nochmal anhören, wenn also die Menschheit erwachsen ist, dann braucht sie keine Herrschaft mehr. Und dann habe ich ja zum Kurt gesagt, weil er das ja zwei, dreimal gesagt hat, ey Kurt, du sagst, wenn die Menschheit erwachsen ist, aber so lang braucht sie noch Herrschaft. Und da ist er auch nicht mehr so. Ist das eine Position? Ist eine Position nicht. Es wurde hier in eine rechte Propaganda rein gedrückt, die ganze Geschichte. Das heißt, wir sind ja schon Rechte, weil
wenn das Hitler fällt, ich ist fand, es ja schon das, irgendwo. Ich fand den Schluss so geil, der Schluss, das lange Gesicht von Kurt, ey. Das war so geil. Ich muss mir das unbedingt nochmal angucken. Ich bin so sauer, ja. Nein. Ja, aber weil Markus, genau das, was hier jetzt gerade passiert ist, das ist in dem Hüller, der Vergleich ist jetzt ein bisschen böse, aber er hilft dabei, das zu verstehen. Ein bisschen steckst du momentan so ein bisschen in der Haut wie Waternächste. Ja? Das ist jetzt nicht vergleichbar und so, ja, weil ihr völlig unterschiedliche Personen seid, aber die Situation ist ähnlich. Hier geht es nicht um diesen Typen. Der ist hier reingekommen zum Polarisieren. Viel wichtiger ist, wie stehen die einzelnen Protagonisten in diesem Hangout in der öffentlichen Wahrnehmung da und wer zieht den größten Profit aus dieser ganzen Geschichte? Und ich sage, es war Kurt. Ja? Das ist alles Geschwurbel. Ne? Ja, natürlich, der hat jeden angepisst. Und wenn ich noch drauf reagiert hätte, dann hätte der sein Ziel vollends erreicht oder Let's Play. Wenn jeder Einzelne, wenn er, der hat jeden Einzelnen durchgecheckt. Und der hat erst Kurt angebellt, ja, und dann hat er mal Dennis angebellt. Der hat jeden mal angebellt. Dafür war er da. Ne? Und das war also der eine oder andere, der jetzt irgendwie die Aufzeichnung guckt oder sowas, ne? Leute, guckt euch auf jeden Fall auch den Teil 1 an davon, also Chaos Team 2.1. Und das ist, da wird einiges an Stoff geben zur Analyse, ne? Also. Es geht mir darum, ich meine, ich alle Videos angeguckt von Dennis, ja. Und ich bin der Meinung, er hat nicht tief genug recherchiert, weil er recherchiert einseitig. Genau der Punkt. Um dieses System letztendlich zu verstehen, es geht. Bodyguard, kannst du schnaufen, wie du willst, ja? Ja, der Punkt, ich weiß. Der Punkt ist einfach, gute Analysen zu bringen, da bin ich auch absolut einer Meinung, in verschiedenen Bereichen. Aber das globale Herrschaftssystem, wie es aufgebaut wurde, weil das will ja keiner, es interessiert die Leute nicht, die Konstrukte im Hintergrund laufen. Und das Spiel, nun mal Vatikan und andere Gruppierungen, spielen eine sehr große Rolle. Auch wenn man das haben will. Und ob jetzt, ich sag mal, Zionisten, Weltjuden und weiß ich was, die sind auch nur, genau wie der Moslem oder die Masseneinwanderung, die wir jetzt gerade haben, ist auch nur ein Instrument dafür, um Herrschaft zu verteidigen. Die Moslems werden dafür benutzt, das System, in dem wir leben, machen. Ja? Wir haben Anschläge, Terrorismus, vermeintlich, ja, und dadurch, durch diesen vermeintlichen Terrorismus, den wir jederzeit wahrnehmen im Moment. Markus, warte mal ganz kurz. Eddie Gerford schreibt ja etwas im Chat. Für mich persönlich ist es so, dass seit der Kardinal raus ist, alle konträren Meinungen entfernt wurden. Das muss ja mal ganz klar gesagt werden. Und die Nähe von TTA zu Bernd Schneider fällt auf. Dazu kann ich jetzt sagen. What? Jawohl. Aber der einfach, es geht um das Teile, ich meine, Bodyguard, das Teile- und Herrscherprinzip hast du verstanden? Klar, ich habe mich nicht geäußert, ich habe auch nicht irgendwie eine Stellung bezogen zum der Richtung. Mir ging's, du hast
einen Faden eingeschlagen, das heißt, wo du gesagt hast, das ist der richtige Richtung. Und ich habe nur eine Frage gestellt. Was wäre, wenn, es könnte ja rein theoretisch sein, dass es eine Gruppe gibt, die konträr agiert, genauso viel Power hat oder mehr und versucht, dieses System zu ändern. Weil es kann ja sein. Und da hast du gesagt, das sind jetzt meine Gedanken und meine Philosophie und meine Ideologie oder Spinnerei oder weiß ich was. Nein. Ich habe gesagt, das ist nur deine, das ist eine du tust gerade eben was dir selbst zusammenzubasteln. Und das sind alle Vermutungen. Das sind alles deine Gedanken, wie du die dir vorstellst. Das ist nicht Realität. Ja, das ist eine andere Sache, ob das Realität ist oder nicht. Es geht ja um den Punkt, dass wir den wahren Feind erkennen müssen. Und der wahre Feind ist nicht das Weltjudentum. Und das ist auch ein ganzer Punkt, weil sonst wird nämlich in Let's Play und Talk sein Kanal platt gemacht irgendwann mal. Wir distanzieren uns vom Weltjudentum, dass die die Verursacher sind. Und da muss man sich auch distanzieren, weil sie sind nicht. Sie sind ein Instrument, Institution. Und wenn man weit zurückgeht oder wenn man heute in die Universitäten geht, ja, du guckst dir mal die besten Universitäten der Welt an. Also die Besten, die in der Finanzbranche tätig sind, dann wirst du feststellen, dass alle diese Universitäten, die in diesem Bereich, ob das in Singapur ist, in France, also es gibt also Top-Universitäten, die im MBA machen und so weiter, die sind alle unter Kontrolle oder gegründet von jesuitischen Orden. Du, ich habe eine ganz tolle Gruppe, das ja, heißt... Hast du dir das mal angeguckt? Nein, habe ich nicht. Ich sage du meine Interpretation von dem, was du jetzt gesagt hast. Für mich geht das in deine Richtung, in Richtung Rassismus. So. Was ist das für ein Geschwafel? Sag mal, dass du von überhaupt gar nichts eine Ahnung hast. Außer von deinem sechsten Darm und sowas, aber. Ja, nee. Wie geht's? Leute, Richtung ist doch egal. Die machen alle das. Ja, ist es so. Wir sind alle Menschen. Also, wenn jeder Mensch den anderen respektieren würde. Der hat auch keinen Standpunkt. Was ist ein Standpunkt? Was ist ein richtig? Was ist der richtige Punkt? Für dich ist dieser Punkt richtig, für den anderen ist der richtige Punkt woanders. Also du kannst dem anderen nicht irgendwie einen Punkt irgendwie... Ja, aber es muss doch irgendeine Intention geben, die dich jetzt dazu veranlasst hat, den Markus in seinen Ausführungen zu unterbrechen. Ich vermag ihn noch nicht... Wo ist er? Okay. Wo? Ich habe gerade mit dem Markus gesprochen. Der Markus hat mich gefragt, wo meine Gedanken waren, wann ich ihn angesprochen habe. In diesem Moment habe ich auch gesagt, pass auf, das, was der Markus gesagt hat, das waren für mich nur Spekulationen, das war nicht bewiesen und das waren auch Sachen, der er sich irgendwie in Gedanken irgendwie auch rein... Da darf ich dich mal aufklären, dass mehr Bücher über die Jesuiten geschrieben wurden als über Kennedy. Weißt du, wie viele Bücher über Kennedy geschrieben wurden, ja? So, dass du mal eine Dimension hast, ja? Und wenn du den Markus in seinen Ausführungen nicht unterbrechen würdest, dann hätten wir vielleicht alle was davon. Ich weiß überhaupt nicht, worauf... Tut mir leid. Ist okay. Lass ihn reden. Worauf du hinaus willst, ja? Ich verstehe, ich komme da jetzt gerade gar nicht mit. Ah, da schreibt gerade jemand, was Metamorphose schreibt. Kardinal hat gerade einen Livestream und äfft dich nach. Nur so zur Info. Interessant. Wenn nicht, oder? Man weiß nicht. Ich habe nur vorgelesen, was Metamorphose gerade schreibt. Alles gut.
Ich glaube, ich gucke da mal ganz kurz rein, während meine Sendung hier läuft. Das ist ja super frech. Aber nee, Sea Bodyguard, ja. Also ich habe überhaupt keinen Zusammenhang gerade herstellen können irgendwie. Es war irgendwie. Ja, vielleicht liegt es auch an mir, ja. So, nein. Vielleicht. Ich hatte einen Gedanken im Kopf. Ich habe irgendwann auch geschrieben, aber in meiner Gruppe Leute irgendwie, die auch Kampfsport oder Budo betreiben, haben sie gesagt, pass auf, ich trainiere schwarzen, gelben, braunen. Seit dem Punkt denke ich, dass ich kein Rassist bin. So, das sagt einer, pass auf, aber wenn du zu einem Schwarzen sagst, der trägt jetzt gelbe Socken, dann hast du dich schon rassistisch gemacht. Weißt du, wie mir das vorkommt? Bodyguard, ich will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten, aber weißt du, wie mir das gerade vorkommt? Ja. Mir kommt das wirklich gerade so vor, und du kannst mich gerne berichtigen, vielleicht liege ich da völlig falsch, ne? Aber mir kommt das irgendwie so vor, als ob wir gerade uns mit einem Kind unterhalten oder irgendwie mit einem Jugendlichen oder ja, so. Ja, wo wir es gar nicht erfasst, irgendwie, wovon wir reden, weil ich merke, dass wir komplett aneinander vorbeireden. Vielleicht ist da auch irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt, ja? Aber das ist einfach so. Einfach so von der Verständnisebene, mir kommt das so vor, aber mache ich weiter. Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen, oder? Hast du mich beleidigt? Du kannst dich gerne beleidigt fühlen, wenn du das willst. Oder halt auch nicht, aber die Botschaft bestimmt der Empfänger, aber erzähl ruhig weiter. Mein Punkt ist, ich will nicht in der Vergangenheit wühlen. Was interessiert mich die ganze Jesuitenbücher, was sie geschrieben wurden? Ich sage es dir, ich kann es dir ganz genau sagen, dass es wichtig ist. Es ist unheimlich wichtig zu wissen, wer die Geschicke in der Vergangenheit bestimmt hat, um die Realität, um die Gegenwart begreifen zu können. Ja, es ist essentiell. Und diese riesengroßen Lücken, die es da gibt, ja, gerade in unserem Schulsystem auch, ja, und der Art und Weise, wie wir unsere Kinder mit Informationen in unsere Welt bringen, ja, ist essentiell. Und ich setze mal noch einen drauf, ja, auch wenn du diesen Zusammenhang, den wir mit den Jesuiten und dem Dritten Reich hier mal auf den Punkt bringen wollten, ständig irgendwie durch deine Wahrnehmungs... muss ich da katholisch sein, dass ich das verstehen soll? Nein, du bist jetzt still, ich kann es einfach nicht mehr hören, ja, und du unterbrichst mich schon wieder in einer Ausführung, okay, es ist ekelhaft, ja. Aber ich finde den Faden wieder zurück. Ja? Es hat nicht nur mit dem Dritten Reich zu tun oder mit den Juden und tralala. Es geht im Grunde darum, eine riesengroße Täuschung, die hier durchgezogen wurde, nämlich den gesamten Protestantismus in Europa und auch auf der ganzen Welt auszurotten. Und da steht genau dieselbe Gruppe dahinter. Und es ist keine geheime Geschichte, sondern sie haben es öffentlich erklärt. Den Protestantismus als ihren Todfeind. Die Tatsache, dass die Jesuiten existieren, weil sie aus der römisch-katholischen Kirche hervorgegangen sind, weil sie eine sogenannte Notwendigkeit waren in diesen Zeiten, deswegen wurden sie gegründet. Und die ganzen Kriege, die wir kennen, gerade in Europa und in Deutschland, ja, sind ein Vernichtungsholocaust des Protestantismus, und zwar von Rom. Okay? Und das Dritte Reich ist ein elementarer Teil davon, um den Gesamtzusammenhang zu verstehen. Ja? Und es ist unheimlich wichtig, dass Leute wie ich und Leute wie Markus das thematisieren. Und ich würde gerne wissen, was du dazu zu beitragen hast. Sag mal ruhig, hör dich das mal an. Hat doch gerade erzählt, dass der Pedo-Tribun drin war, auf 400 Zuschauer, meint also mich. Ja, das ist Raven. Man hört es fast nicht. Man versteht nichts. Kirkal. Also sie sind ja gerade übelst am Hetzen. Raven und Görkel, glaube ich. Oder was ist das für eine scheiß doppelte Moral, Raven? Oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob das Görkel war. Ich habe keine Ahnung, kenne die nicht so gut. Also es ist wirklich hochgradig
widerlich, was da läuft. Ne? Also nochmal, also, Leute. Also ganz kurz mal. Bodyguard, nochmal ganz kurz. Der Punkt ist ganz einfach, Wirklichkeit zurückkommen. Und durch diese ganzen Streams, weil die Leute haben halt ein Problem. Das Problem ist einfach, sie informieren sich nicht, es sind einige wenige. Dazu gehört, zähle ich mal einen Toni dazu, dazu ich auch mal Let's Play, die sich mit Themen beschäftigen, die ganz einfach konträr sind. Und ich weiß nicht, inwieweit dein Horizont oder dein, dass du, ich sag mal, im Bereich dieser ganzen Manipulation, die uns auf uns einschlägt, beschäftigt hast. Es gibt zum Beispiel, hast du dich mit dem TS World Core Curriculum mal auseinandergesetzt? Meinst du mit Japan, Okinawa? Nein, ich habe jetzt eine Frage. Hast du jetzt den Buddhismus angesprochen, oder? Nein, hast du dich mit dem World Core Curriculum auseinandergesetzt? Ach, okay. Nee, da bin ich absolut nicht angeweiht. Weißt du, was das World Core Curriculum ist? Nein, weiß ich nicht. Das World Core Curriculum ist das, was wir aus in der Schule lernen. Das heißt, das ist die Basis, aufgrund dessen wir unterrichtet werden. Markus, ich weiß nicht genau, ob wir da jetzt das weiterkommen, heißt, aber warte mal ganz kurz. Ich muss kurz was sagen. Behalte mal, was du sagen wolltest. Toni, ich sage dir, jetzt geht die Hetze erst richtig los. Der hat den Pedo-Tribun reingenommen, bla bla bla. Ne? Jetzt geht es richtig. Das könnte sogar ein Teil sein, dieser Theateraufführung. Ne? Und ich denke, das war erst die Vorlage. Da wird jetzt wirklich noch was kommen. Also jetzt geht es richtig los. Und was halt eben auffällt, ja, Markus, du wirst da nicht weiterkommen gerade. Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Toni, aber jedenfalls... das hat damit nichts zu tun. Also es gibt Leute, die jeder hat verschiedene Themenschwerpunkte, ja. Und Bodyguard kennt sich auf ganz anderen Gebieten, kennt er sich richtig gut aus. Da haben wir kaum Ahnung davon wahrscheinlich, ne? Und er hat sich wahrscheinlich jetzt nicht so intensiv mit diesen Dingen befasst. Und das ist ja bei jedem anders, ja. Und es ist einfach so, dass nee, aber wie gesagt, Toni, ne? Also der Witz ist ja wirklich, ne? Ich wende dir das mal rein. Ich wollte ja heute eigentlich so einen ganz ruhigen Stream machen, ja. Und aber das wurde ja das genaue Gegenteil. Und habe mich natürlich gefreut, dass mal bestimmte Leute drin waren oder dass da halt irgendwas los ist. Ich wollte ja schon immer einen Chaos-Stream haben. Und nur ist es ganz interessant, in welche Richtung das jetzt geht. Und ja, mir hat das von Anfang an nicht gefallen, diese geheuchelte Scheinheiligkeit da von Volkstribunen. Ja, so. Ja, aber das war doch klar, dass er, nicht seine, dass er vielleicht ganz andere Intentionen hat. Ne? Ja, aber verstehst du, es kommt mir immer mehr vor. Ist es nicht Let's Play wegen den kontroversen Themen auch? Ist es nicht auch wegen den Dingen, die genau hinterfragt werden? Ja, natürlich. Was weiß er genau? Nicht, was? Will man das? Verstehst du? Will man das überhaupt? Sondern es ist ja. Ich habe mich vorhin gefühlt wie in einer Drogenhölle. Kennst du das? Warst du schon mal in Thailand? Ja. Nein. Ja, wenn du in so einer Opiumhöhle bist oder so, ist genau das Gleiche. Ja, jeder schwafelt irgend so eine Scheiße über persönliche Dinge. Ja, der eine hat eine 15-Jährige gehabt und jetzt erklären wir mal genau, wie das war. Das ist doch Markus, Kindergarten. Das ist ganz schwierig, dir zuzuhören, weil das immer wieder abgebrochen ist. Ne? Nein, ich sage, es ist ganz schwierig, was da vorhin abgelaufen ist. Ja? Wie die ganze Situation im Zusammenhang zu sehen ist.
Weil es wurde nur auf Persönlichkeiten gegangen. Das meine ich jetzt, ja. Ja. Also, weißt du, ich hatte vorhin ja irgendwie das Gefühl, ich würde so eine Theatervorstellung zugucken, ne? Aber ich habe immer mehr das Gefühl, auch Teil dieser Vorstellung gewesen zu sein. Und zwar, ich habe immer mehr das Gefühl, dass auch Toni und ich zu diesem Spiel, was hier läuft, gerade auf YouTube insbesondere auch, mit dazugehören. Aber uns wird langsam erst klar, dass wir auch Spielfiguren sind, ja, unbewusst, ja, wir reden hier über andere Leute, die werden benutzt wie Bauern oder sowas, ne, und ich komme mir auch immer mehr vor, dass bestimmte Reaktionen von mir, ich bin sehr leicht berechenbar, ja, und das kann man entsprechend nutzen, das ist einfach, weiß ich nicht, ich bin da irgendwie auch Teil des Spiels, das kommt mir immer mehr so vor, ja, und ich weiß nicht genau, welche Rolle wir da spielen. Also, aber das ist total komisch. Also, das ist diese ganze Show vorhin, ja. Ich muss mir da mal noch ganz genau Gedanken drüber machen. Ne? Ich habe da so ein paar Eingebungen, was das Ganze betrifft, ja. Ich werde mir das sogar vielleicht nochmal angucken irgendwann, ja. Das ist alles total strange. Ich probiere gerade irgendwie da so ein Puzzle zusammenzusetzen. Ja, das ging mir genau. Und Das ging mir echt genauso. Ja. Ich habe echt überlegt, ja, für wen könnte das jetzt eine Steilvorlage sein? Wer profitiert von dieser Situation und so weiter? weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Dass da mehrere Interessen mit reinkamen. Dass da mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen wurden. Das muss man jetzt erstmal auseinandernehmen, falls das überhaupt so war. Vielleicht war das so gar nicht so und alles war nur Zufall. Aber es könnte eben sein, dass da ein bestimmtes Spiel gespielt wurde. Und das ist für mich so eine Sache, das kommt mir vor wie so ein Wollknäuel oder so irgendwas, wo man, oder so wie wenn man so mehrere Sachen hat, so Elektrogeräte mit Kabeln, das muss man jetzt erstmal so entwirren, ne? Weil die da alle zusammen in der Kiste gelegen haben. So kommt mir das irgendwie gerade vor, ne? Also, sehr, sehr schwer, Weißt da ja auch, gerade durch. Let's Play, wo es eng wurde, ne? Dann ist auf einmal der Stream abgebrochen, ne? Ja, das ist Aber interessant, es ist das ist interessant interessant, geworden. dass es gerade zu diesem Zeitpunkt war. Ist doch interessant, ne? Leute, nicht wieder spekulieren. Ich spekuliere Hey, jetzt. Bodyguard, Warum Bodyguard, doch? Bodyguard, Warum der Bodyguard, Mieter Bodyguard, das nicht Bodyguard, gefällt? pass auf. Bodyguard, weißt du, wie das ist? Ja. Nee, ich unterstelle dem Bodyguard da jetzt keine böse Absicht. Bodyguard, das ist einfach so, wie soll ich schon das sagen? Ich kann dir das nicht beschreiben. Also Es, wir reden Babe, pass auf, Französisch und pass du auf, redest halt Englisch. du hast genau gewusst, dass es Zoff gibt. Du hast genau gewusst, dass es Beef gibt. Du hast Leute eingeladen, Ja. du hast DDR eingeladen, du hast Ja. Crew eingeladen und du hast gewusst, dass die Ja. sich toppen werden. So, Es geht aber nicht. Ja, ja, natürlich. es war vorprogrammiert. Du hast auch damit irgendwie auch automatisch irgendwie auch, wir haben alle zusammen ungefähr 420 Ja, Zuschauer aber gehabt. du siehst So. aber nur das Offensichtliche. Na, Aber wir versuchen dahinter zu blicken. ja. Und was sehe ich nicht? Na, das, wo wir gerade Was? drüber reden, verstehst du? Das ist doch offen, das ist doch klar, Ja. dass ich hier die Leute reingeholt habe. Ich habe es doch sogar Chaos-Stream genannt. Ja? Also Ja. das ist doch jetzt Wie? wirklich, da muss man jetzt Ja. echt kein Sherlock Holmes sein dafür. Ne? Ich sage Ja. aber, dass da noch mehr dahinter steckt. Ja? Und das versuchen wir Ja, herauszufinden, was das da ist was anderes. Und nur, verstehst du, weil du dir bestimmte Dinge nicht vorstellen kannst, heißt das ja nicht, dass sie nicht existieren. Die können ja trotzdem existieren. Verstehst du? Was Oder kann auch ich mir nicht nicht. vorstellen? Ja, was kann ich mir jetzt nicht vorstellen? Also Ja, du kannst dir da. offensichtlich nicht vorstellen, du kannst dir offensichtlich nicht vorstellen, dass dass vielleicht doch mehr dahinter steckt, hinter den Dialogen, die da vorhin geführt wurden, oder dass der Stream zu einem bestimmten Zeitpunkt gecrashed wurde und die bestimmten Konstellationen halt. Ich werde Muss selber noch ich es nicht ganz mir schlau vorstellen? daraus. Muss ich mir Nein, du musst es vorstellen? dir, nein, du musst Muss es dir nicht ja. vorstellen. Aber, Ja, verstehst du, wir reden hier drüber, weil wir reden der warum Sache soll ich näher. denn, Hör mal auf ins Wort zu reden. Bitte hör mal auf ins Wort zu reden. Verstehst du, wir versuchen der Sache näher zu kommen und du sagst dann, jetzt hört mal auf zu spekulieren und so. Das bringt uns nicht weiter. Das ja. hält uns ja nur davon ab. Und vielleicht ist Also da auch ich gar kann, nichts. ja. Verstehst du, und selbst wenn wir spekulieren und dann zu dem Schluss kommen, dass da nichts ist, dann sind wir auch einen Schritt weiter. Ne? Aber manche Sachen kommen mir komisch vor. Verstehst du, was ich meine? Ja, gut. Nee, alles gut. Alles gut. Alles super. Alles ruhig. Mein Bruder ist bei mir. Lebe der Bruder. Alles gut. Nee.
mir geht's, oh, verstehst du, ich muss mir diese Vorstellung gar nicht mehr machen. Da ist was passiert, okay? Einer hat uns gecrashed. Also ich weiß nicht, warum ist der Hau runtergegangen, keine Ahnung. Aber warum, wieso? Mensch, neuer Hau aufgemacht, alles gut. Das Leben geht weiter. Das kann sein, aber wir machen uns halt diese Gedanken. Verstehst du, wir kommunizieren auf sehr unterschiedlichen Ebenen halt, ja. Also ich merke das total, ne? Ich merke das auch, wenn der Markus mit dir redet, der redet da komplett dran vorbei. Das ist einfach so ein Ding. Das ist jetzt wie, wenn ich mich jetzt mit irgendeinem, was weiß ich, irgendeinem Fachmann für irgendwas, wo ich jetzt nicht so, also zum Beispiel Auto, ja. Ich kann ein Auto fahren, ich kann auch vielleicht Reifen wechseln oder sowas, aber ich habe jetzt nicht so die Ahnung, wenn es ums ganz Detaillierte geht, wie funktioniert der Motor jetzt oder wie wird man das umbauen oder was auch immer. Da habe ich dann keine Ahnung von. Wenn ich jetzt hingehe, wenn jetzt so ein Kfz mit Rüdiger kommt und mir da was erzählt, dann werde ich bis zum bestimmten Punkt, werde ich dann noch folgen können, eventuell, wie so ein Otto-Motor funktioniert, wie auch immer. Aber dann ist irgendwann Schluss und dann redet der halt an mir vorbei. Dann kann ich zwar sagen, ja, das ist doch nicht wichtig, ich muss das doch gar nicht wissen, ich will doch nur das Auto fahren, ich muss doch gar nicht wissen, wie das genau funktioniert. Und das stimmt sogar, ja, das stimmt sogar, das muss ich nicht wissen, ja, weil ich ja nur das Auto fahren will. Aber wenn jemand sich zum Beispiel jetzt Gedanken drüber macht, wie funktioniert so ein Auto überhaupt oder wie kann man das reparieren oder wie kann man bessere Autos bauen, dann muss er das halt eben wissen. Und das ist alles gut. Ich wollte, du, ich bin heute zu dir gekommen, weil ich mich einfach einfügen wollte. Ich wollte wissen, ob ich mit dir und mit deinen Kameraden bzw. deinen Mitstreiter auf eigener Ebene kommunizieren kann. Das kommt aufs Thema an. Das kommt aufs Thema an. Du gibst mir jedes Mal jetzt heute irgendwie auch zu verständigen, dass ich das nicht kann. Dass ich nicht dieser Mensch bin, der auf deiner Ebene, sag mal so, kommuniziert. Ja. Ich akzeptiere ja, es. Was bestimmte Themen angeht. Warte mal gerade. Was bestimmte Themen angeht, ja, wo sich jetzt vielleicht Markus mehr damit befasst hat oder Toni, trifft das auch zu. Verstehst du, letztens, als wir bei der Ente drin waren, ne, da ging es ja um völlig andere Themen, ja. Das ist ein völlig anderes Ding. Verstehst du, was ich meine? Das ist dann, da kommunizieren wir dann wieder auf einer Ebene halt, ne? Aber das ist so ein Ding, das ist sehr, sehr, sehr spezifisch halt. Also der Markus, der geht da schon ganz, ganz tief ins Detail, Toni halt auch, ja. Und das ist dann halt, so ein Ding. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist halt einfach Ich bin da grün. Ich kenne die Themen nicht. Normalerweise würde ich sagen, Leute, redet weiter, ich gehe weiter. Ich habe trotzdem irgendwie auch meine Hand irgendwie rausgestreckt und gesagt, nee, okay, ich versuche irgendwie, mich mit euch und einem Schirm zu finden und zu fügen und zu finden. Und das war meine Intention. So, egal, welche Thema da ist. Jetzt merke ich, dass für euch manchmal auch das Thema ist viel wichtiger als die Kommunikation mit den Menschen. So, wichtiger ist... Nee, das eine schließt das andere nicht aus. Wir kommunizieren ja miteinander. Ja, aber weißt du, wo ich hin gehe? Weißt du, welche Richtung ich gehe? Ich kann mich ganz gut verstehen, auch obwohl er ganz andere auch Philosophie hat. Das ist mir unwichtig. Ich versuche dann, zu diesen Menschen irgendwie an diesen Zugang zu finden, wo ich meinen Stecker reinstecke und sage, okay, da bin ich drin. Da verstehen wir uns. Auf der Ebene, sag mal so, Gefühle, Speisen, zusammen essen, zusammen lachen, zusammen quatschen. Ich kann nicht nur den Menschen irgendwie auch auf Themen begrenzen. Das machen wir doch gar nicht, aber es gibt jetzt halt so bestimmte Themen da und reden wir jetzt halt eben drüber, ja? Verstehst du? Bodyguard. Ich höre dir zu. Freude, Eierkuchen. Sondern es geht um das komplette Herrschaftssystem zu verstehen, in dem wir leben. Ich weiß doch gar nicht mehr, was Herrschaftssystem ist, Alter. Stopp, ganz kurz.
Ist ja auch okay, es ist ja auch gut, ist ja auch gut. Es Das ist doch, weiß ich doch gar nicht. ich sehe es doch nicht als Nachteil. Jeder fängt an irgendwo. Es kann ja auch nicht sich jeder mit dem Scheiß beschäftigen. Ich sag's mal so, ja. Was einen demoralisiert letztendlich, weil wenn man sich mit diesem Thema und tiefer in dieses Rabbit Hole, in den Kaninchenbau reingeht, umso schlimmer wird es ja. Ja, aber Aber letztendlich. anscheinend interessiert es ihn ja auch gar nicht. Also deswegen frage ich mich, was das Ganze, ja, ist, ich finde das wirklich total müßig hier. Ja. Also ich frage wirklich, worauf Bodyguard eigentlich hinaus will, was er hier möchte. Was hast du hier verloren? Er möchte eine coole Diskussion führen. Ach so, Nein, ja. nein, ich, nein, Quatsch. Der Punkt ist, ich habe zuerst mit Let's Play irgendwie auch gesprochen bei der Ente. Ich fand ihn ganz angenehm. Ich habe auch gemerkt, der kann auch schöne Sachen irgendwie auch sagen und ich kann auch ihn gut verstehen als Mensch. Als Mensch. Nicht als Philosophie, nicht als Themen, nicht als bestimmte Themen, die man aufgedrückt bekommt. So, da sind meine Bremsen. Weil ich habe auch meine Philosophien, davon versteht auch keiner von euch was. So, wenn ich über Buddhismus oder über Kampfsport irgendwie erzähle, da weiß auch keiner was überhaupt Kampfsport ist oder Kampfkunst ist. Ich So. mache seit 20 Jahren Wing Chun, also ich kenne mich ein Ja, bisschen. und was ist das? Was ist Wing Chun? Ist Erzähl es ein mir. Kampfsport? Quatsch. Das ist schon falsche. Was ist Wing Chun? Gibt es in Wing Chun Kampfsport? Sollen wir jetzt die ganze Geschichte erzählen? Also schöner Frühling heißt, dass es von Nein, irgendwelchen nein, nein, Nonnen oder nein. was im Kloster kam und bla 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 und dass es anfängt Nein, Ching und Quatsch, Chao und Quatsch. Chisao und bla bla bla. Sollen wir jetzt das alles aufzählen Ah, hier oder komm, wie? Was willst du denn jetzt? erzähl mir keinen Scheiß. Es geht, es What gibt, the es hell? gibt. Ja, ist gut. Alles gut. Alles gut, Leute. Ich weiß nicht, was Alles willst gut. du denn jetzt wissen? Er hat gesagt, Nee. er sagt Kampfsport, ja, man kann sagen, nee, es ist eine Kampfkunst, ja, schon klar, aber Ja, ich wollte die eine Unterschied abgespeckte sehen. Version von Kung Was, Fu, wo ist was? der Unterschied? Wo ist der Unterschied für dich zwischen Kampfsport und Kampfkunst? Das wollte ich wissen. Ist eine gute Frage. Also ich kenne auch Dinge, die sich einfach Kampfsystem nennen, ja. Also wenn du mich fragst, also wenn du mich fragst, also Ja, wenn du mich zurück zu fragst, mir. also wenn du mich fragst, also Wing Chun wird halt eher als Kampfkunst bezeichnet, ja? Erklär's uns doch mal, wo ist denn genau der Unterschied? Weil ich muss sagen, ich werfe diese Begriffe auch manchmal durcheinander, ja. Aber ich kenne sogar Leute, die das jahrelang ausführen und die benutzen einmal den Begriff und einmal den. Aber dann erklär's uns doch noch mal kurz, bevor wir dann nachher wirklich gleich weitermachen, mal mit unseren Themen. Ne, komm, lass mal jetzt. Du, ich brauche jetzt wirklich. So, ganz kurz, Kampfsport, mach mal 4 Punkte, geh mal auf die Arena, man macht irgendwie auch Kampf und so weiter und dann verdient man irgendwie eine Vasari oder ein Nippon, da verdient man irgendwie immer einen Kampf. Aber ob man dann Kampfkünstler dabei ist, stellt sich eine Frage. Kampfkunst vom Kampfkunst zum Kampfsport ist ganz, ganz, ganz großer Weg und da muss man sich zuerst irgendwie auch mit dem Thema beschäftigen. Also da denke ich mir, da muss man ein bisschen irgendwie auch Hintergründe wissen, um was da überhaupt geht. Weil man Okay, aber jetzt nochmal eine kurze Kampfsysteme, Definition. Jetzt nochmal eine kurze weil Definition. man Bring es einfach mal auf den Punkt. Warte mal. Bring es einfach mal auf den Punkt. Ganz mal, ganz kurze Definition. Unterschiede zwischen Kampfkunst und Kampfsport. Und dann auch noch Kampfsystem. So. Also Punkt 1, Kampfsport. Kampfsport ist, was aus dem Kampfkunst rauskommt und es geht um Sportkunst. Also Kampfkunst ist, Quatsch, Kampfsport ist, was sportlich ist. Wo man hingeht, ob das Taekwondo ist, ob das jetzt, sag mal so jetzt, Wing Chun ist und so weiter, oder Karate. Oder Judo und so weiter, wo man auf die Matte geht. Man verdient, man macht irgendwie auch 3 Runden. Man verdient das wie im Boxen, sagt man so jetzt, Punkte. Irgendwann
kommt der Sieger raus, ich bin der Weltmeister oder ich bin der deutsche Meister, ich habe jetzt gewonnen. So, das ist der erste Punkt. Das ist Kampfsport. Kampfkunst ist es was, was man als Weg, als Philosophie treibt, von morgens bis abends im Leben, wo man sagt, okay, ich stehe auf, das ist meine Philosophie, ich mache meine Kata, beziehungsweise ich versuche es, das zu verbinden mit der Philosophie, was ist es, das gibt auch 20 Punkte vom verschiedenen Meister irgendwie auch gesagt worden, das ist wie man sagt, okay, ich habe meine 10 Gebote, auf diese fixiere ich mein Leben, also ich lebe damit. Und ich versuche das auch in meinem Leben auch durchzuführen. Und das eine schließt doch das andere nicht aus. Im Grunde genommen, alles Kampfkünste und du kannst aber auch mit dieser Kampfkunst eben auch Kampfsport betreiben. Du kannst also einen Wettkampf machen. Das kannst du doch da eigentlich bei so gut wie allen Richtungen machen. Nein, es ist der Punkt. Kampfsport ist begrenzt. Ist begrenzt. Es heißt, wenn du Kampfsport nur Kampfsport machst. Ich hab viele Freunde, die Kampfsport machen. Also es heißt, bis 30 bist du noch dabei. Nach 30 sagst du, ich habe nur die Punkte geliebt. Also bei Kampfsport sind auch viele Techniken verboten. Also du lernst im Prinzip bei Kampfsport nur Techniken, die du ausüben kannst in deinem Kampf mit dem Gegner auf der Matte. Also du darfst nicht alles machen. Ich kann zum Beispiel als Karate-Kämpfer, ich kann mit dem Finger auf der Matte nicht, sag mal so wie jetzt, an den Gegner mit dem Finger in die Augen stechen. Was ich normalerweise im Kampfsport gelernt habe, weil das auch eine Technik ist. So. Und das kann ich nur machen, sag mal so, bis 30, weil die 18-Jährigen, die kommen und die sind schneller und die können auch schneller die Punkte verdienen. Und jetzt haben wir auch zum Beispiel Olympia-Karate. Also 2020 ist die erste Olympia. Ja, Toni. Ja, okay. Wenn du mich jetzt fragst, was ist Libertarismus, ich kann das ganz gut auf den Punkt bringen, weil du erzählst mir jetzt hier, keine Ahnung, wie lange das noch geht. Ich will eigentlich über was anderes labern. Also ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz eine Definition hören. Das geht jetzt. Ja, geht jetzt, das habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Es ist Unterschied. Karate oder Wing Chun, schöner Frühling, bla bla, Kung Fu, da weißt du, die eben auch als Kampfsport eben wettkampfmäßig betrieben werden können. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Und aber das ist ja jetzt nicht so, dass jeder das eben wettkampfmäßig betreibt. Die meisten machen das ja nicht. Ja. Und ich weiß halt nur, dass man einfach bei bestimmten Dingen redet man halt eher, also bei Wing Chun, man redet halt einfach umgangssprachlich eben dann von einer Kampfkunst. Bei Krav Maga redet man eher von einem Kampfsystem, ja. Aber das ist für mich, sind das auch Wortspiele, wobei jetzt Krav Maga jetzt nicht so tiefgründig ist. Also bei Wing Chun, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Wenn man Bücher von Kernspiel liest oder sowas, keine Ahnung. Aber ist auch egal. Ja. Jedenfalls, verstehst du, ich habe jetzt auf den Punkt gebracht und ich habe nicht den sechsten Dan. Und ich habe jetzt nicht, keine Ahnung, super philosophisch im Kloster oder was auch immer gemacht. Ich habe das jetzt auf den Punkt gebracht. Warum muss man denn da jetzt 10 Jahre lang was drüber erzählen? Also, ja. Nein, du wolltest einen Unterschied sehen. Ich habe da gesagt, es geht um den Bodyguard, um zu gewinnen auf der Straße. Was? Nee, darum ging es jetzt gar nicht. Es ging ja einfach nur um den Unterschied, gerade von den Definitionen, ja. Aber ist auch egal. Ich will, vielleicht machen wir da mal eine extra Sendung drüber oder so. Ich weiß es nicht, ne, aber. Ja, nein, das ist gut. Leute, mir geht es momentan um das, ob ich bei euch richtig bin. So, wann ich schon abgelehnt würde vom Toni oder von mir. Nein, du wirst von mir nicht abgelehnt. Ich versuche nur den Sinn zu verstehen, was das ganze Theater hier soll. Verstehst du? Und du schwarz. Toni, ich kann dich gut verstehen. Toni, der macht kein Theater. Toni, der macht, ich mache auch kein Theater. Warte mal. Nee, pass auf. Der macht doch kein Theater. Verstehst du? Das ist einfach nur so, dass es gibt halt einfach unterschiedliche Themen. Ja? Und es ist halt einfach so, dass zum Beispiel, wenn jetzt hier das Thema Karate wäre oder sowas, ja,
dann bist du halt der Mann dafür. Du bist halt wirklich der Experte, ja, den wir jetzt dazu befragen könnten, ja. Das ist halt dann genau das Thema. Dann passt du perfekt rein, ja. Wenn wir jetzt über was ganz anderes reden, wo du vielleicht jetzt nicht so dich super damit befasst hast, ja, zum Beispiel die Jesuiten oder was auch immer, dann bist du natürlich genau falsch für das Thema. Verstehst du, was ich meine? Da, weil du da nicht dann drüber quatschen kannst. Das ist halt immer themenabhängig, wollte ich sagen. Verstehst du? Und ich wollte eigentlich heute hier so einen Chill-Screen machen. Ich wollte eigentlich hier einfach nur, was? Ja, ich war 20 Jahre Jesuit. Was? Du warst 20 Jahre Jesuit? Ja. Okay. Wie lautet der Jesuitenspruch? Nein, ich will das jetzt wissen. Ich will wissen, wie lautet der Jesuitenspruch? Ich war 20 Jahre Katholik. Hey, Leute. Alles gut. Hey, also du merkst doch, 20 Jahre bin ich im du weißt doch gar nicht, von was wir reden. Du weißt doch überhaupt nicht, was wir hier reden. Nein, weiß ich nicht. Ja, das ist mal das. Verstehst du, was ich meine? So funktioniert das nicht. Nee, ja, ja, ich verstehe dich. Aber der Punkt, Jesuit sein, heißt nicht, die Geschichte zu kennen. Toni, der weiß doch gar nicht, von was wir da reden, oder? Ja. Nein, weiß ich nicht. Das ist ja, verstehst du, was ich meine? So kommt da halt keine Kommunikation zustande. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du irgendwie als Mensch abgelehnt wirst oder sonst irgendwas. Weil ich finde nämlich, dass bei der Ente wir uns da sehr gut verstanden haben und als wir da über bestimmte Themen gesprochen haben. Aber das hier ist halt manchmal sehr, sehr speziell halt. Ja? Ja, dann kannst und du, viele Leute steigen da aus. Wenn du Jesuit bist, dann kannst du uns doch was über die Exerzitien erzählen. Er sagt doch selber, dass er das gar nicht genau weiß. Er sagt, dass er einfach Katholik war. Der hat es jetzt einfach. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob ich Katholik bin oder ob ich Jesuit bin. Ja, das mag sein, dass du das weißt, weil er halt nicht, weil er da nicht sich damit befasst damit. Ich sage euch eins. Ich habe mich nie mit der Geschichte Jesuiten befasst. Ja, hättest du mal. Ja, ja, aber, ja, ja, das war, aber ey, hast du das schon als 10 oder 12 oder 13-jähriger Junge? Ganz im Gegenteil, das ging bei mir in den letzten 2-3 Jahren erst los. Ja, siehst Badigard, du. Badigard, ja. Warte mal, Badigard, Badigard. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen in der Sendung weiterkommen und wir unterhalten uns, wir fangen jetzt endlos Dialoge halt darüber. Ja, dann gehe ich los, okay. Ja. Ja, es kannst du machen, ja, oder auch nicht, aber das ist einfach, wir kommen nicht weiter gerade, weil wir eigentlich über ein bestimmtes Thema reden wollen. Ja. Hey, ja klar. Du kannst auch jetzt beleidigt sein von mir aus. Absolut, ich bin gar nicht mehr beleidigt. Hey, ich respektiere dich, ich mag dich als Mensch. Ich mag deine Denkweise, ich mag auch Toni. Also wie gesagt, hey, ich habe nichts gegen euch. Ich sehe nur, dass ich mit meinem Wissen nicht da bin, wo ihr seid. Genau. Weil ich mich mit verschiedenen Themen gar nicht mehr befasst habe. Das ist halt auch schwierig, da mitzureden. Das ist einfach dann. Ja. Das funktioniert nicht. Ja, da fühle ich mich auch fünfte Bein irgendwie. Ne? Und da bin ich auch raus. Ist okay. Ich habe gedacht, wir haben auch so freie Themen und wir gehen auch nicht so, ja, aber du so merkst, tief, das? So tief in die Materie. Und ja, jetzt momentan. Das ist unterschiedlich, wie das ist, ja, also es ist nur jetzt, sind wir da gerade irgendwie in der Materie drin und versuchen halt eben uns gewisse Dinge zu erschließen, ja, das ist halt jetzt gerade einfach so im Moment, verstehst du, es gibt auch andere Sendungen oder so, weißt du, aber ich kann dich in eine Geschichte reinspringen, wo ich den Hintergrund nicht kenne. Ja, aber dann ist das ja jetzt klar. Verstehst du? Nur ich will jetzt nicht noch 30 Minuten darüber unterhalten. Nee, alles gut. Alles gut. Gute Nacht, Leute. Ciao, ciao. Was glaubst du? Ne? Tschüss. Es hat so halt keinen Sinn. Das ist ja das, was du auch sagst, Toni. Es ist ja nicht böse gemeint oder sowas, ja. Der Typ ist ein echt netter Kerl. Also ich bei der Ente drin war und alles. Also jetzt ist wirklich kein Scherz. Ne? Aber es gibt halt einfach bestimmte Dinge, da ist es halt schwierig mitzureden. Ne? Aber das muss ich ja jetzt nicht noch 1000 Jahre hier ausführen. Ja? Wo war man gerade stehen geblieben? Also ich fand das wirklich unheimlich interessant mit dem Hangout vorhin. Ja? Also da hänge ich jetzt auch noch fest. Ja? Was da für Protagonisten und wie sie sich verhalten haben, das fand ich übelst großes Kino. Ja. Und das ist echt voll das Puppentheater hier.
Also ich glaube, es wurden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits kann man jetzt sagen, der Pilot-Tribun war ja drin, ja, wie sie ihn immer gerne nennen. Und damit wäre ja quasi jetzt hier die ganze Sendung diskreditiert, ja. Und da kann man dann noch irgendwas draus spinnen oder sowas, ne, dass man vielleicht auch sogar noch sowas unterstützt oder bla bla oder toll findet oder wie auch immer. Und ja, und das ist aber ganz, ganz interessant. Ja, das ist wirklich, also, ey, wie komme ich komme Also, noch zur wir Ruhe? waren auch, was da für Leute denn auf einmal im Chat waren, ne? Das fand ich super interessant. Auch interessant, ne? Plötzlich. Bernd und Raven und ja, also die ganzen Ja, super also, großes Kino. ja, wie gesagt, und ich habe ja gerade eben mitbekommen, was da gerade für widerliche Hetze betrieben wird und sowas, ne? Und ich merke das schon, ne? Also, verstehst du, was ich daran merke? Diese ganzen Dinge, die in letzter Zeit hier laufen und das ist ja in einer immer schnelleren Taktrate, kommt das ja, ne? Verstehst du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir kommt das wirklich langsam echt so vor, wenn ich mir diese Tucson-Szene angucke, ja? Und auf welchen Widerstand wir da stoßen in letzter Zeit, ja? Und dass sich da Leute größtenteils auf uns da einschießen, ne? Daran merkt man nicht, dass wir alles falsch machen, sondern ich merke daran, dass wir einiges richtig gemacht haben. Und das passt nicht. Also solche Leute, die müssen weg. Und das haben wir schon vor Monaten, ja? Wir haben mal vor Monaten einen Stream gemacht, das war dann ungefähr zu der Knackizeit, wo du auch gesagt hast, hast du keinen Bock mehr drauf, die Scheiße mit dem und das ist blockiert und so, ne? Und wo ich dann auch gesagt habe, das wird weitergehen, ja? Solche Leute wie wir müssen von der Bildfläche verschwinden, mit allen Mitteln, ja? Und jetzt nicht jetzt unbedingt einen umzulegen oder so, aber zumindest mal von YouTube halt, Ja, ne? also dieser Glaubwürdigkeitskrieg, der ist gerade richtig schön fett am Toben. Ja. Ja. Deutungshoheit und Glaubwürdigkeit. Und das ist kein Ringelpiez mit Anfassen hier. Und da geht es nun mal nicht mit Relativierungsgeschwurbel. Da ist Relativierungsschwurbel dann der Hemmschuh, um Dinge aufzulösen, ja, um sich Zusammenhängen klar zu werden. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, gerade weil das jetzt immer in einer kürzeren, also immer schnelleren Taktrate kommt und alles, ne, und die Abstände immer kürzer werden und auch die Einschläge jetzt immer näher kommen, ne. Leute, ich muss euch wirklich was sagen, also jetzt an die Zuschauer, ne. Wir haben nicht mehr die Zeit, um immer haarklein immer wieder alles aufzudröseln oder stundenlang uns darüber zu unterhalten, warum mit eurer scheiß verbalen Gewalt und das wäre ja wie physische Gewalt und ich finde verbale Gewalt ist sowieso ein blöder Begriff, aber oder gewisse andere Sachen, die sich euch nicht erschließen. Wir können das nicht immer noch, es bringt ja sowieso nichts, ja. Und wie gesagt, die Einschläge kommen immer näher. Und da müssen wir uns einfach mal mit was anderem befassen. Und wenn es euch wirklich interessiert, bestimmte Dinge, dann befasst euch damit. Aber ich habe keinen Bock mehr, das immer noch tausendmal vorzukauen halt. Ne? Demnächst wird es hier richtig abgehen mit Diffamierungskampagnen. Ja? Es geht jetzt richtig los. Ja? Das ist jetzt hier der Startschuss. Ja? Ich sage heute, das, was vorher war, ne? Das war auch schon ziemlich krass, aber in größeren Abständen zum Teil. Ja? Aber was jetzt kommt, ne? Könnte das noch um einiges übertreffen. Und die widerliche Hetze ist jetzt gerade schon am Laufen. Ja? Ganz wichtig. Ja. Und wohl dem, der sich irgendwie positioniert hat und der vorher klipp und klar gesagt hat, mit dem nicht. Ja, und es muss jetzt, und jetzt, wo es immer härter zugeht, ne, jetzt, wo hier wirklich mal mit härteren Bandagen gekämpft wird, ne, jetzt müssen wir uns echt auf Leute verlassen können, ne? Und wenn dann immer noch da geschwurbelt wird und tralala, jo, man kann immer was übersehen und die ganze Zeit da, ne? Irgendwann geht das einfach nicht mehr. Ja, es ist halt einfach leider so. Ich habe mir das so nicht ausgesucht. Ich habe doch nur diese scheiß Sendung angefangen 2017, weil mein Internet nicht mehr richtig ging und ich hatte noch ein bisschen Upload und dann habe ich halt die Sendung gemacht, ja, und es war einfach nur eine Unterhaltungssendung. Ich hab doch nicht gedacht, dass solche Ausmaße da jetzt annimmt oder so, ja. Also, das ist einfach total krass. Das ist echt, es ist richtig mies, ja. Und ich bin ja auch nicht der Super Truther oder Toni ist da viel mehr drin und Markus Möller ist da auch viel, viel, viel mehr drin, ja. Und aber es ist halt kaum noch einer mehr da, der wirklich noch mal auf Sach ruhig, Markus. Der Punkt ist auch der, man erkennt jetzt mittlerweile, dass es, könnt ihr mich alle hören eigentlich? Ja, Jetzt ist wieder besser, ne? ja. Okay. Der Punkt ist auch einfach der, man hat das vorhin nochmal, ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, merkt, wo man in die Tiefe geht. Es
es soll alles so ein bisschen relativiert werden, so geschwurbelt werden, angegriffen werden. Der eine konnte den anderen kaum noch verstehen, weil dazwischen geredet worden ist. Und wir müssen anfangen, eine andere Linie zu fahren, finde ich auch. Ich meine, ihr macht das sehr gut. Ich bin ja auch immer nur Gast. Ihr macht das sehr gut. Und ich glaube, entscheidend, ja, für eine positive Szene, ja. Ja, danke dafür. Und ihr unterschätzt ihn. Warte ganz kurz, Toni. Baris Savas schreibt, es gibt keine Zufälle, Let's Play. Doch, es gibt schon Zufälle, nur ich glaube an Zufälle, aber ich traue ihnen nicht. Vor allem nicht in bestimmten Zusammenhängen, aber sag ruhig, Toni. Oh, jetzt ist es weg. Moment. Es ist weg. Es kommt bestimmt gleich wieder. Ja, so. Ich, also wenn das mein Hangout gewesen wäre, hätte ich fast alles genauso gemacht. Nur ich hätte kurz und den Dings wesentlich früher rausgeschmissen. Aber das wäre ja dann sowieso ganz anders gelaufen. Ja, aber Toni, man lernt auch so seine Feinde ein bisschen kennen, ne? Ja. Oder die Gegenüber auch, ne? Weißt du, was ganz interessant war, Toni? Pass auf. Ich sage jetzt mal eine interessante Parallele zum Hüller, ne? Als wir in der Sendung drin waren mit Enna, das, wo du auch nochmal hochgeladen hast, da kam er rein. Und es waren die obligatorischen Wortgefechte zwischen mir und Hüller und auch den anderen teilweise, ne? Aber es ist ja sehr schnell klar geworden, hier geht es eigentlich um was anderes. Ja. Und so kam es mir vorhin auch beim Kurt vor. Mir kam das irgendwie so vor, wie, okay, also erzählt er jetzt irgendwas und so, aber es ist ja eh völlig klar, dass du nicht darauf eingehst oder dass es nicht unbedingt super glaubwürdig ist. Und dass das erstmal von den wahren Absichten ablenken soll. Oder einfach mal so wie so ein bisschen eindullen oder sowas. Ja. Oder so ähnlich wie die Kriegsvorbereitungen werden sowieso schon getroffen und man unterhält sich jetzt noch, ja, wir können doch verhandeln und so und wir finden bestimmt eine Lösung, aber es wird schon, die Truppen marschieren schon auf. Ne? Also so kam mir das irgendwie vor, wie so ein bisschen Beschwichtigung oder sowas halt. Einfach ein bisschen zu labern und so und ja, ich kann ja völlig falsch liegen, ja, also ich weiß es nicht, aber mir kam das so vor, als ob es da nicht vordergründig drum ging erstmal. Das war mir eigentlich schon relativ schnell klar, was er da gelabert hat, aber ja, mir das war der, alles. Mir war das die Gegensätzlichkeit, ja, also die klatscht ja jedem förmlich ins Gesicht in seinem Auftreten da, ja. Und vor allem, guckt euch mal an, Chaos Stream 1 von Helena und jetzt Chaos Stream 2 von mir. Ja. Das ist ja wie Tag und Nacht. Also es ist, weißt du, und weißt du, was mir auch vor, weißt du, was auch sein könnte? Ja. Ich meine, im Endeffekt war es ja so, dass ich dann auch nochmal gesagt hatte oder dir geschrieben hatte, komm, wir holen nochmal Dennis rein und bla bla bla. Ne? Ich meine, bestimmt, es ist doch jetzt wirklich kein Geheimnis, ne? Dass ich immer davon gesprochen habe, ja, ich würde auch gerne so einen Chaos-Stream machen und tralala und sowas, ne? So. Jetzt warst du drin, Kurt war drin und verstehst du, was ich meine? Also man kann auch bestimmte Sachen in Gang setzen und da ist völlig klar, dass ich dann auch schreiben werde, hier, hol noch den und den rein und das. Verstehst du, was ich meine? Und das sieht dann zwar so aus, als wäre es die eigene Entscheidung gewesen, war es ja auch, aber solche Entscheidungen, die kann man schon vorher mit einplanen, weil das klar ist, dass jemand reagieren wird. Verstehst du, was ich meine? Ja. Bestimmte Sachen. Und das hat dann noch viel mehr Glaubwürdigkeit, weil ja derjenige das entschieden hat und noch nicht mal jemand gesagt hat, komm, mach doch das und das. Ich glaube, ich bin da echt für viele ein offenes Buch. Ja, also das ist, ich bin sehr, sehr leicht steuerbar, fällt mir auf. Und es geht um Let's Play, es geht um Deutungshoheit. Das ist schon klar. Verstehst du, was ich meine? Aber das eine schließt ja jetzt das andere nicht aus. Also nur weil ich sage, ich bin vielleicht gleich steuerbar und Leute können das halt benutzen, mich als Spielfigur oder vielleicht ein Toni oder so, das schließt da jetzt nicht aus, dass ich jetzt sage, wir sind gleich steuerbar, aber deswegen kann es nicht mehr um Deutungshoheit gehen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja ein anderes Gebiet. Wenn du Leute reinholst, die eine Reichweite haben, auch ihr Konzept verteidigen, jetzt stellst du dieses Konzept oder hinterfragst dieses Konzept.
was sie haben, geht es doch darum, dass die ihr Gesicht wahren. Also wenn Sie ja ein Thema haben, worauf Sie noch nicht eingegangen sind, aber trotzdem vielleicht dieses Thema relevant ist, darum, wenn du Sachen hinterfragst, dass sie in die Bredouille kommen. Muss man eins machen, muss entweder das alles relativieren und schwurbeln oder man muss den Stream einfach platt machen. Ja? Und das ist passiert. Aber es geht immer um Deutungshoheit. Es geht um die eigene Kunst, um die eigenen Intentionen, um vermeintliche Dinge. Ich bin sehr froh, dass ich den Zusammenhang noch ranbringen konnte, ja, so mit dem Protestantismus. Da bin ich froh, dass das noch raus ist. Ja. Das ist nämlich den meisten Leuten gar nicht klar. Bei ihrem ganzen geostrategischen Gewicht. Weil es auch in eine Richtung geht. Ja, und es ist, und ich hoffe wirklich, Leute, ne, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, ja, wäre es wirklich besser, denen, die Sendung gucken, dass, also vielen ist das mit Sicherheit schon klar, viele schreiben ja auch einfach nicht oder so, ne, aber denen, denen es noch nicht klar ist, es wäre wirklich besser, wenn ihr euch dieser Sachverhalte bewusst macht, ja, also euch die bewusst macht, weil ansonsten, es kann wirklich sein, dass wir ausgeschaltet werden. Sowas kann früher passieren, als man denkt. Man will auf einmal auf seinen YouTube-Kanal gehen, plötzlich ist er gesperrt. Der andere ist auch gesperrt, das und das. Plötzlich machst du einen Briefkasten auf, Anzeige so und so, tralala, ne? Oder die stehen auf einmal, du bist am Schlafen oder so, ne? Recht ist mit nichts Böses. Auf einmal treten sie die Tür ein, ne? Holen deinen Rechner mit. Kann alles kommen. Ist bei anderen Leuten schon passiert, ja? Ich glaube, so wichtig sind wir nicht. Noch nicht. Kann sich aber ändern. Und wie groß die Reichweite wirklich ist, ist schwer einzuschätzen, weil YouTube ja offensichtlich auch Zahlen manipuliert. Ja, das geht nicht. Ja, und solche Leute wie, ja, eigentlich alle anderen fast, ja, bis auf ein paar Ausnahmen halt, ja, das ist ja, die schauen ja das nicht oder die sprechen das zumindest nicht an. Ich glaube, der ein oder andere durchschaut es auch, ja. Mir fallen auch so ein paar Leute ein, die Namen werde ich aber nicht erwähnen, wo ich das Gefühl habe, doch, die durchschauen das ganz genau, aber die haben halt einfach keinen Bock, sich damit anzulegen, weil die Konsequenzen verheerend sein könnten. Ja, und das kann ich absolut verstehen auch. Ja, nur, ich glaube ihnen halt nur nicht, wenn sie sagen, dass ihnen bestimmte Sachen nicht auffallen. Da draußen, die auf dem sogenannten Feld dieser Bühne rumhambeln, ja, und einen Anspruch, egal in welcher Intensität, auf das Wort Wahrheit und Aufklärung erheben, ja, die sich als Friedensaktivisten inszenieren, ja, die als aufklärerische Geister da draußen die Hirne der Leute verbrutzeln. Um die geht es uns. Diese Scheiße erzählen. Ey Leute, ich muss echt nochmal hier, me, myself and media 39, ja, es wird ein Video drauf kommen von mir. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, dass es keine 10 Minuten werden. Aber es ist eine absolute Frechheit, was der da wieder loslässt, ja. Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Ist der Titel dieser Sendung, ja. Das ist, ja. Und ganz stolz zitiert er diesen Satz auch noch. Zu Beginn, ja. Die Sendung geht zwei Stunden oder so, ne? Und ohne Ende Unterpunkte, ne? Und das Intro geht 44 Sekunden oder 30 Sekunden, 30, 40 Sekunden, ja. Oh, ja. Und ein Abschnitt ist Kennedy, ja. Ganze 5 Minuten mit einem total bedeutungsschwangeren Titel, diese 5 Minuten, ja. Und dann kurz Interview zusammengeschnitten Matthias Bröckers, ja. Ich habe es vorhin schon, ne, das. Ich habe das im Kopf, ja, ich werde es nicht los. Das ist wirklich der Hammer. Der sitzt ja da und macht diese, ja, macht genau dieselbe Handbewegung, die der erste offizielle Presse- oder Arzt im Krankenhaus gemacht hat, ja. Es ist wirklich der Hammer. Totale Programmierung. Und wahrscheinlich weiß er es gar nicht mal. Aber ich werde ein Video machen, ja. Nachdem ihr meinen Kind. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, Toni,
Und deswegen bewundere ich das ja auch, ja, der den Mut hat, genau da anzusetzen und genau da anzugreifen. Sehr wichtig. Wir brauchen die kritischen Geister, die richtigen kritischen Geister und nicht nur die, wo der, ich sag mal, der Schlafschaf, was vermeintlich aufwachen will, ja. Und das ist genau der Punkt. Und mit solchen Aktionen, wir haben einmal die vermeintlich rechte Ecke mit Dennis, dann haben wir den Schwurbler, Volkstribuner, wie der auch immer heißt, ja. Und das ist der Punkt. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, die Wahrheit ist viel, viel tiefer. Und da müssen wir ansetzen. Und wenn wir das nicht tun, dann verfallen wir genau in diese anderen Situationen, nämlich dass die ganze Wahrheitsbewegung eingefangen worden ist. Und Ja, da. genau, Markus. Genau, du bringst es auf den Punkt. Ne? Ich vergesse dich übrigens da auch öfter mal zu erwähnen, wenn es um Leute geht, die wirklich noch Sachen auf den Punkt bringen. Ne? Weil ich da irgendwie, du bist ja nicht so oft drin und ich stehe auch nicht so in Kontakt zu dir. Ich habe ja gar nichts. Ich kann dir ja noch nicht mal einen Link schicken. Das ist, ich vergesse das manchmal, aber man hört es ja jetzt selber nochmal. Du sagst es ja jetzt nochmal ganz klar. Ja? Das ist ganz wichtig. Und wer ist denn noch da, außer wir drei jetzt? Wer ist denn noch klar? Auch so Leute wie Sam Jones sagen natürlich auch was oder die immer in der Sendung drin sind, aber ich rede jetzt halt von Leuten, die einen Kanal mit einiger Reichweite haben. Ne? Wer ist denn noch da? Nichts. Nichts. Mir fallen, es gibt sicherlich noch viele, die man da gar nicht auf dem Schirm hat, aber mir fällt als erstes ein, erstmal hier Große Freiheit TV, der wirklich bei allen seinen Beiträgen auch immer massiv den Staat kritisiert, Toni. obwohl das auch schon sehr, sehr, ja, Ich muss rede man ja von genau was anderem. anschauen. Ich rede Was? ja von was anderem. Ich rede ja von was anderem. Und zwar, das finde ich also richtig gut, wie er das macht. Ja? Und das ist so einer von Leuten, wo ich auch Videos teile und auch mal wieder empfehle. Ne? Nur, das sind halt Themen, wie soll ich sagen, das ist halt eben auf Herrschaftsabdehnung bezogen und das alles. Das ist schon ganz klar, ne? Bei ihm. Ja? Und auch mit Cryptocurrencies und sowas. Nur, macht der Videos darüber, deckt er Machenschaften in der Truther-Szene auf? Ist da irgendwas? Widerspricht er da? Verstehst du, was ich meine? Den zähle ich da nicht dazu, ne? Wenn ich da auch absolut nicht dazu zähle, ne? Die ja wirklich Vorreiter sind auf dem Gebiet, ne? Gerade jetzt hier Voluntarismus und sowas, freiwillig frei, ja? Verstehst du das auch? Sowas, ne? Wo man echt sagen kann, top in der Hinsicht. Ich empfehle das immer wieder. Nur, die haben auch einen ganz anderen Schwerpunkt halt. Die haben nicht den Ja, das Schwerpunkt, sich ist damit zu befassen. nicht Und offensiv das fällt genug. mir auch. Das fällt mir auch immer wieder bei Manuel auf. Er will das gar nicht. Der will damit nichts zu tun haben. Ja, der macht eine Sendung mit Oliver Zumann, redet persönlich mit ihm. Oliver Zumann macht total widersprüchliche Angaben oder total merkwürdige Angaben, die er Manuel ins Gesicht sagt quasi. Aber Manuel fällt das nicht auf. Und vielleicht fällt es ihm wirklich nicht auf. Oder er hat da einfach keinen Bock drauf. Ja. Ich behaupte jetzt einfach, obwohl das total frech ist jetzt oder so, Manuel, vielleicht guckst du das an. Ich hoffe, ich sage, du hast da einfach nur keinen Bock drauf. Du willst dich da nicht irgendwie äußern oder sowas. Willst das da nicht irgendwie verscherzen oder so. Damit meine ich jetzt nicht, dass du keine kritischen Videos machst über Christoph Förster oder sonst irgendwas, ne? Aber wirklich jetzt, dass du da richtig krass in Misskredit kommst oder dass da denn Leute richtig was Böses wollen oder was auch immer, da hast du keinen Bock drauf. Und weißt du was, Manuel? Ich kann dich absolut verstehen. Ja, ich kann dich absolut verstehen. Weißt du was? Ich habe da nämlich auch keinen Bock drauf. Ja, aber es ist jetzt halt nun mal so. Wir sind jetzt halt reingekommen in die Situation und ja, nur vielleicht, aber der achtet da auch vielleicht gar nicht so drauf. Ne? Das ist einfach, es ist halt nicht sein Schwerpunkt. Ja, das ist einfach, muss man einfach ganz klar sagen. Er hat andere Schwerpunkte. Ja, und die Überschneidungen, die wir haben, die sind halt unheimlich groß. Gerade Richtung Voluntarismus und sowas eben. Ja, nur was das angeht. Da ist halt, wobei man jetzt auch nicht sagen kann, dass der nichts macht, weil da in der Hinsicht, weil er macht ja hier mit Christoph Hörstel und so ein Zeug, ja. Das wird ja dann aufgedeckt, ja. Aber der hier mit der. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Du meinst also genau dieses Prinzip anzuwenden, in die Tiefe zu gehen. Ja, also sich da irgendwo nicht in irgend so einem Bereich da zu bewegen, sondern ja, die Strukturen an die Strukturen zu gehen. Ja, das macht Und vor allem halt dieses wirklich Offensive und auch mal ganz klar zu sagen, ey, ich habe den Verdacht, der wird vielleicht gesteuert oder was weiß ich, ja, in dieser Richtung, ne? Und da drückt er sich ja wirklich sehr vorsichtig aus. Und im Grunde genommen hat er auch recht.
Ja, im Grunde genommen hat er auch recht, weil die Konsequenzen, die da jetzt vielleicht auf uns zukommen werden, und wir stehen ja noch ganz am Anfang dieser Entwicklung, ja, die könnten wirklich verheerend sein. Und wir könnten an einem Punkt sein, wo wir uns denken werden, hätten wir es besser so gemacht wie Manuel. Ja? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das kommen wird. Ja, und ich glaube, das Wobei ist ihm ihm auch, aber. ich glaube, verstehst du, der ist nicht blöd. Der ist nicht blöd, ja. Und der weiß das ganz genau. Ja. Was er damit aufs Spiel setzen würde oder was, ja? Und wie gesagt, ich kann ihn da super verstehen, ja? Aber wie gesagt, jeder hat seine anderen Schwerpunkte, nicht jeder befasst sich mit dem ganzen Kram. Aber ja, und ansonsten sehe ich da einfach kaum einen mit Reichweite oder sowas. Jedenfalls nicht, dass Leute mir bekannt sind. Ich kriege nur mit, dass Leute mit Reichweite uns permanent mit Dreck bewerfen, ja, oder Lügen erzählen oder was auch immer, ja. Und das Unterstützung ist so gut wie keine da. Das ist einfach, wir stehen da wirklich ganz alleine, kommt mir das echt manchmal vor, ne? Und dann wirst du noch missverstanden, ne? Aber wie gesagt, so doof sind die Leute nicht und sie schneiden es immer mehr. Ich habe da einfach, das ist einfach das Gefühl. Das ist vielleicht Wunschdenken auch, aber es kommt immer mehr. Und Leute, es ist ganz wichtig, dass wenn sie uns platt gemacht haben, dass da jemand von euch mal weitermacht. Ja, am besten auch unsere Sendung mal runterladen oder sowas, man weiß nie. Dann kann man das nochmal hochladen später oder mirrorn oder wie auch immer, ja. Ja, das ist auch so der Punkt, ja. Ich versuche diese ganzen Zusammenhänge und diese ganze Situation immer mehr individualistisch zu betrachten. Ja? Also indem ich schlicht und einfach versuche, mir kein Urteil zu erlauben und mich in anderer Leute, in Entscheidungsprozesse auch nicht einmischen will. Ja? So. Das heißt, man hat da so eine Distanz, aber man nutzt halt seine Öffentlichkeit dazu, die man halt da. Ja, sich so ein bisschen zu bewegen, ja. Und ich weiß, dass ganz viele Leute keinen Bock haben, da Zeit und Aufwand und auch Identität, ja, also sich zu erkennen zu geben, ja. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, die Leute zu unterstützen, ja, indem man selber einfach bei Vidme braucht man bloß eine E-Mail-Adresse, irgendwelche Kanäle macht und dann einfach und das muss ja nicht nur einzeln sein. Man kann sich ja genau raussuchen, ja, wen man da unterstützen will und bla bla, aber es sind ja viele. Ja, sind, ja. Und dann lädt man einfach mal da ein paar wichtige Videos hoch, die man selber einfach wichtig findet. Ja. So, und teilt das halt einfach mal. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Leute zu unterstützen, ja, und es ist total minimal, ja. Da Ja, gibt es sieh mal, schreib dich Figuren, Figuren da draußen, ja, die lassen den Klingelbeutel da klingeln und knallen ihre Bankverbindung unter jedes Video drunter, ja. Es Sima schreibt, ihr seid die unglaubwürdigsten in der alternativen Szene. Ihr zieht die ganze Szene total ins Lächerliche. Das merkt doch jeder. Und da wundert ihr euch, dass andere von euch nicht, dass andere euch nicht mögen. Weißt du, was ich immer mehr glaube, Toni? Ich meine, es sind ja schon mit Sicherheit genug Leute dabei, die von sich aus unter Eck schreiben. Aber ich vermute leider auch immer mehr, dass vielleicht auch der ein oder andere aus einer bezahlten Trollarmee mit dabei ist. Ja? Also gerade in manchen Situationen ist das total merkwürdig. Auch das Like-Dislike-Verhältnis mit diesem Hühler-Video letztens, das war auch total merkwürdig, vor allem so schlagartig. Also es ist manche Sachen, die fallen einfach auf. Ja? Und der ein oder andere kann sich sowas vielleicht nicht vorstellen. Ich behaupte auch nicht, dass es so ist. Ja. Aber in Betracht ziehe ich es, ja, und ich werde jetzt hier wirklich radikal. Also pass auf, Leute, es ist doch nun mal so, wenn ihr die Sendung hier schon länger verfolgt, ja, und ihr habt diese Zusammenhänge jetzt immer noch nicht begriffen, ja, obwohl ich es hier wirklich gebetsmühlenartig wiederholt habe, ihr hättet euch schon längst damit befassen können. Ich rede jetzt wirklich von denen, die das wirklich schon öfter gucken, länger, und nicht jetzt der jetzt das erste Mal dabei ist. Und wenn das euch immer noch nicht klar ist und ihr immer noch so einen Müll schreibt oder sowas, ne? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr betreibt hier absichtlich Desinfo oder wollt ihr absichtlich uns triggern oder sowas. Das ist ein guter rauszuschmeißen. Oder ihr seid einfach total bescheuert oder total verblendet oder sowas oder einfach total ignorant. Ja? Und das ist eigentlich auch ein Grund, euch rauszuschmeißen, weil ich euch nicht haben will. Wir werden ja eh nicht weiterkommen mit euch. Ihr seid eine Er Bremse. kann doch Weil. reinkommen. Let's play. Er kann doch Nee, nee. reinkommen. Nee, ich will auch den nicht hier drin haben, der kommt doch sowieso nicht rein, verstehst du? Ja. Und verstehst du? Und es würde auch nichts bringen, mit so jemandem zu diskutieren, weil der ist ja gar nicht dazu bereit, sich mit bestimmten Dingen zu befassen. Das würde er ja sowas nicht schreiben. Und
Es ist einfach so, das ist einfach eine Bremse, weil wir gehen ja doch immer wieder drauf ein und so. Ne? Ich werde hier wirklich die ganzen Leute rausschmeißen, ne? Mit eurem ganzen widerlichen Dreck, ja, den ihr hier von euch gibt. Und es wird einfach klar. Meistens geht es schon daraus hervor, ob jemand jetzt einfach nur mal unsicher ist oder einfach nur eine Frage stellen will, eine normale, oder ob er hier wirklich nur Leute denunzieren oder reizen will oder was, ja. Das merkt man einfach oft. Ja. Es ist ganz einfach so. Und es hat einfach so keinen Zweck. Ja, weil wir befassen uns ja dann nur die ganze Zeit mit dem Dreck und das ist ja auch gewollt, damit wir dann keinen Schritt weiterkommen, damit wir in dieser Endlosschleife gefangen sind. Ja. Was schreibt jemand? Na ja, Let's Play, deine Videos sind vor allem Unterhaltung, das weißt du ja selbst im Inneren und wenn dein Video auf einer Witzeliste gepostet wird, hast wieder einen Schwung frischer Trolle. Genau, es geht hier nur um Unterhaltung. Wir haben überhaupt gar keine Prinzipien, wir haben überhaupt gar keine Ideale, wir haben überhaupt gar keine Meinung. Du dumme Sau, verpiss dich. So, bei Knacki immer wieder sehr geil, ne? Wenn er über mich redet, ja, Let's Play, der hat einfach gar keine Meinung, bla bla bla, das ist alles nur Beef oder so, ne? Oder Hüller, es war auch ganz interessant, dieses Gespräch, wo er reinkam. Die Sendung mit Enna, wo er dann auch so kommt, was, du hast gar keinen Standpunkt oder bla 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 oder so, ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass dieses Narrativ bedient wird, ne? Let's Play will immer nur Beef, der hat gar keinen Standpunkt, der will nur Leute gegen den aufhetzen. Das sind die Zersetzer, Let's Play und Tony Mahoney. Und in Wirklichkeit sind wir diejenigen, die von den Zersetzern warnen wollen. Verkehrte Welt. Das Schwarz ist stimmt. weiß und weiß ist schwarz. Ja, Aber genau. weißt du, vorhin hab ich noch mal auch noch mal so reflektiert gerade, ging es ja um die Haverbeck. Da wurde ja praktisch der Stream gekillt, ne? Wo ich die Frage, ich wollte ja dem Dennis, ich respektiere ihn, also ich habe nichts gegen ihn, ich gucke seine Videos, ist für mich ein netter Kerl, ja. Aber es geht um den Punkt, mit der Haverbeck zum Beispiel, auch mit dieser ganzen Kampagne, die gefahren wird, dient auch eins, um, ich sag mal, ein Beef zu veranstalten, hingehend Nationalsozialismus, aber die wahren Ursachen, die werden praktisch gar nicht damit einbezogen, weil wenn man sich die Reden oder die Videos von der Haverbeck anguckt, bezieht sie sich immer auf einen Staat praktisch, ja, aber die Grundlage, auf dieses System aufgebaut worden ist, wird eigentlich auch nie reflektiert. Und das ist genau der Punkt, ja. Es wird praktisch was entschuldigt, was aber eigentlich dem System die dient, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Ja, das hast du schön gesagt. Ja. Es geht darum, diesen Markus. Status quo aufrechtzuerhalten, ja. Ja, ganz wichtig. Mich würde mal das jetzt interessieren, Markus, ne? Also nur damit ich das nicht falsch verstehe, ja. Wie siehst du das jetzt? Siehst du jetzt, wir sitzen doch alle im Boot, in einem Boot, wir müssen doch alle zusammenhalten, ja, wir müssen doch alle bloß keinen Streit. Oder wie siehst du das jetzt eigentlich so, um das nochmal auf den Punkt zu bringen? Wie meinst du jetzt, bezogen auf die Hangout-Szene Twitter-Szene, ja, oder insbesondere auf YouTube, Hangout und das alles, ja. oder? Ich denke ganz einfach, man sitzt gar nicht im Boot, ja. Also man muss da ganz klar Stellung beziehen und es ist eine gespaltene Aktion. Es gibt einige, die halt die Wahrheit ansprechen und einige wenige, was ich so sehe, die praktisch systemgetreu, aber auch, sage ich mal, nicht so weit gehen. Aber Hauptsache die Leute, die praktisch fast aufgewacht sind, einzufangen. Also es ist praktisch ein Herrschaftssystem im Herrschaftssystem, nämlich das ist genau die Truser-Szene Ja, genau. letztendlich. Ja. Ja, ich sehe es so wie du. Ich sehe es so wie du, Markus, ja. Und das ist also wirklich, für mich ist das alles zum Großteil wirklich eine gesteuerte Opposition. Die Frage ist nicht, warum sollten sie das tun, sondern die Frage ist, warum sollten sie es nicht tun? Sie haben das Geld und die Mittel dazu, es zu tun. Warum sollten sie es also nicht machen? Und ja, und dieses dumme Geschwafel von irgendwelchen Leuten, ja, wir sind alle zusammen, bla bla bla, wir müssen gar nichts. Und wir sitzen nicht in einem Boot. Ja, weil die sitzen im Boot der Desinformanten, der Gatekeeper, der Schwurbelprinzen, der
halbherzigen Relativierungsschwurbler, bla bla bla, und wir sitzen im Boot. Weißt du, Let's Play, der Punkt ist auch der, letztendlich können sie nichts bewegen. Der Punkt ist ganz einfach, es ist besser, radikal auf den Punkt, ja, das ist, macht viel mehr Sinn, um einen Effekt zu erzielen. Hobeln und weißt du, es wird ja auch Parteienwerbung gemacht. Ich finde das so krass mit dem Kurt, ja. Für den war das eine absolute Win-Win-Situation. Es hätten zwei Dinge passieren können. Also er hat mir ja ein konkretes Angebot gemacht, ja, also schön blumig ausgeschmückt, ja. Und naja, wie kann man denn darauf reagieren? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage ja, okay, cool, ja, schauen wir mal und tralala. Oder ich sage nein. Und egal, was ich gesagt hätte, man kann das Ergebnis daraus auch als positiv, egal wie, für ihn ist es eine Win-Win-Situation. Wenn ich ja gesagt hätte, hätte er eine Gelegenheit gehabt, andere Reichweite breit zu schwurbeln, ja, egal wie, bla bla bla. Und er hätte den ganzen Leuten da draußen, die mich sowieso nicht leiden können, einen weiteren Vorwand gegeben, hier und Pedo und tralala, ja, weiter schön hetzen zu können, ja. Und wenn ich Nein sage, ist es genauso. Ja, es ist echt der absolute Hammer. Was sagst du denn eigentlich zu der Pedo-Geschichte, ne? Also man wird doch jetzt richtig krass abgehen, ne? Ja, wie können die so einen den reinnehmen und so? Also ich sag ganz ehrlich, ne? Ich bin nicht dabei gewesen. Ich weiß nicht, was genau war. Ich weiß auch nicht, inwiefern das stimmt, was Kurt von sich gibt, ja? Oder was andere Leute sagen. Ich kann es nicht beurteilen, ja? Man kann das über jeden behaupten. Und falls die Leute jetzt diesen Hangout hier sehen, ja, und vielleicht den vorigen gesehen haben und jetzt irgendwie noch sich Gedanken machen, neugierig sind, bla bla bla, dann möchte ich genau diese Leute mal darauf hinweisen, dass weder Let's Play noch ich mich in diesem Hangout diesbezüglich in Richtung Kurt geäußert haben. Ja? Also falls die in die Verlegenheit kommen sollten. Das ist sehr schlecht. Es ist halt wirklich sehr schwierig, das Ganze zu beurteilen. Kurt erzählt irgendwas, andere erzählen irgendwas. In letzter Konsequenz weißt du es halt eben nur, wenn du da selber dabei warst. Ja. Und das ist halt eben das Problem, wenn man das nicht weiß. Und man kann über jeden, es ist auch schon über Leute irgendwas behauptet worden, was vielleicht nicht gestimmt hat. Oder man hat vielleicht schon über Leute was im Zusammenhang gerissen. Ja. Und ich fand das auch wirklich eine absolute Frechheit vom befleckten Kardinal. Warum holt der den überhaupt hier rein? Und tralala, ist doch meine Entscheidung, ob ich ihn reinhol oder nicht. Ja. Und das ist alles, ja, und das, ich fand diesen Typ echt grauenhaft. Ja. Es ist ganz einfach so. Wie gesagt, und jetzt ist ja auch die Scherze gegen mich gelaufen da und alles. Und Raven macht da richtig, richtig mit und sowas, weißt du? Und ey, Raven, ohne Scheiß. Auch deine dumme Äußerung von vorhin. Es kommt der Tag, an dem wir reden. Ja, an dem wir reden, Raven. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Drohe niemals. Auch nicht unterschwellig. Nur so ein kleiner Tipp. Und ist es einfach so, dass, aber die Botschaft bestimmt der Empfänger. Ist es einfach so, dass, aber man kriegt ja jetzt mit, was du für eine widerliche Hetze betreibst. Und damit offenbarst du dich ja jetzt. Und weißt du, Toni, es war damals schon so bei der Knacki-Geschichte, dass wir sehr, sehr schnell drauf gekommen sind, dass es irgendwie nach Scheingefechten aussah. Das war irgendwie komisch. Raven gegen Knacki, Seven gegen Knacki. Ja. Irgendwann saßen sie wieder alle da drin. Und weißt du, was der Witz ist, dass wir das eigentlich vorher schon gesagt haben? Also es ist total geil. Und ich bin froh, dass ich da keine Zeit hatte. Unvergessen die Rummelboxer-Faust. Ja, schöne Steilvorlage für die Knacken. Genau, ja. Und ich muss sagen, dass ich bin eigentlich froh, dass ich da keine Zeit hatte für diese Irrenanstalt-Sendung. Obwohl es mich teilweise auch abgefuckt hat, weil da beschissene Sachen waren, ich gern was live dazu gesagt hätte, aber trotzdem, ja, wie gesagt, im Nachhinein bestimmt nochmal. Und der Gesamtzusammenhang, ja, für die Zuschauer, das ist die Grundlage dafür, dass ich mich erdreistet habe, Klimsi so massiv zu konfrontieren, ja, weil ich das als eine massive Beleidigung meiner Intelligenz und auch der Leute, die die ganze Geschichte verfolgt haben, betrachtet habe, ne? Seine Ignoranz, nicht auf diese Fragen zu antworten.
Ja, das ist eine Beleidigung, wenn man durch drei Hangouts gegangen ist und sich mit diesem Scheiß rumgequält hat, ja, und dann die Leute genau diese Schiene dann wiederfahren. Deswegen war ich so sauer in dem Hangout und deswegen war ich so laut bei Klimsen. Ja. Es ist einfach so, dass ja, wie gesagt, wo ich dann nochmal reingeguckt habe, wo ich gesessen habe, gesehen habe, wer da alles drin war, da habe ich mir dann auch irgendwie gedacht, okay, ne? Und das ist auch so ein Ding. Ich finde, das ist auch so ein Ding, wo du auch gezielt in eine Falle gelockt wurdest. Und das war für mich auch ein abgekartetes Spiel irgendwie. Aber das ist jetzt hinterher klar geworden. Das war mir genau, zu dem Zeitpunkt. Das war mit Kurt jetzt genau dasselbe. Das war genau dasselbe. Das ist eine schwierige Falle. Ich bin da bei Kurt immer so am Schwanken halt. Also meinst du es hier bei Kurt Schumacher, ne? Ja. Wie gesagt, das könnte auch in diese Richtung gehen, ne? Vielleicht ist es nicht so. Wir sagen ja gar nicht, dass es so 100% ist. Sowas kommt mir halt einiges komisch vor. Und was nochmal unseren anderen Kurt betrifft, den Kurt Fischer, ich bin da echt so am Schwanken die ganze Zeit, ne? So von, der rafft vielleicht doch noch oder. Also, was ich am ehesten glaube, dass er es doch noch rafft oder dass er schon längst gerafft hat, aber dass, ja, der da einfach halt keinen Bock hat. Halt dann, der will halt auf allen Hochzeiten tanzen. Und es geht ja nicht darum, dass der sich irgendwie. Kurt will neutral bleiben. Ja, ich habe da auch aber nur einen Wunsch, ja, so an Kurt, dass er sich das genau überlegt und sich halt von niemandem vereinnahmen lässt. Ja, das ist meine Bitte. Ja, aber das ist halt sein Ding und es reicht ja schon, dass er einfach nur dabei ist, damit verschafft er denen ja schon Legitimität und braucht ja nicht immer was zu sagen oder so. Und es ist ganz einfach so, das haben ja auch Leute nicht verstanden, es geht nicht darum, dass der sich für uns positionieren soll oder was, sondern einfach für die Wahrheit. Und Hüller ist das genaue Gegenteil der Wahrheit, denn Hüller ist die Lüge, die Täuschung, die Manipulation, die Desinformation, die Falschaussage, die absolute Wortverdrehung, Entmenschlichung, ja, was er da betreibt mit anderen, ne? Deswegen bin ich auch so sauer gewesen. Jetzt mal im Ernst, Toni, ne? Jetzt mal im Ernst, das erfordert doch schon einen Kraftakt, bei jemandem in der Sendung zu sitzen wie Hüller, sich diesen Dreck anzuhören und es dann noch nicht zu erkennen. Da muss man doch schon einen erheblichen Kraftaufwand verwenden, um das dann noch ignorieren zu können, findest du nicht? Ja, und ich fand das auch, es hat echt, kann mir sehr gut vorstellen, dass das einige Leute da draußen nicht gefallen hat und natürlich Kurt selbst auch nicht. Aber ich denke, das war wichtig, dass du das genau so gesagt hast, wie du das jetzt hier ausformuliert hast. Nämlich, das muss doch eigentlich eine ziemlich hohe Kraftanstrengung geben. Ja, so. Ja, und das muss so sein irgendwie, ja. Und man sucht selber für sich da so nach so einer Erklärung, ja. Und ja, vielleicht werden wir auch irgendwann mal so in dem Alter, wenn wir überhaupt so alt werden. Kann alles sein, das weiß man ja erst dann, wenn es was ist. Und dann hat man auch vielleicht einfach auch keinen Bock mehr auf sowas. Ja. Dann hat man einfach schon zu viel erlebt. Ja, allerdings geht es ja nicht darum, dass Kurt sich das ausgesucht hat. Ja? Also das ist halt das Perfide an der Sache. Ja? Weder wir noch Kurt selbst haben da irgendwie Bock drauf, da mitzumachen. Ja? Aber er wurde da wirklich richtig missbraucht. Ja? Für meine Begriffe, ja. So, und ja. Nur das Problem ist, Toni, verstehst du, bevor er in diese beiden Sendungen reingegangen ist, ne, haben wir ihn ja schon darauf aufmerksam gemacht. Verstehst du? Wir haben ihn ja schon darauf aufmerksam gemacht. Auf glaubst du, Dinge. Wie viele Leute genau das sehen und den Zusammenhang nicht auf dem Schirm haben, der vorher mit dem anderen Hangout gelegt wurde, ja? Es reicht schon, dass dieser Zusammenhang gar nicht da ist, dass die Leute in eine ganz andere Richtung driften. Ja. Überhaupt nicht verstehen, warum wir uns es erdreisten, den Kurt anzubrüllen. Ich sage nur, das, was ich vorhin vorgelesen habe von Facebook, ja, das hat mich, ja, also wenn das irgendein Troll gewesen wäre, dann wäre mir das egal gewesen, ja. Also weißt du, Toni, guck mal im Ernst, was wir hier für Leute drin haben im Chat, ne? Evil Knievel schreibt, Let's Play, der Kurt ist ein gestandenes Mannsbild, da musst du nochmal hin, was bildest du dir eigentlich ein? Also, ja, wir müssen hier echt hingehen und vor allem, das ist ja klar, was solche Äußerungen bedeuten. Also für mich ist das einfach nur noch zum Großteil Provokation oder dass wir uns da wieder aufregen sollen oder verstehst du, Toni, so doof sind die Leute auch nicht. Ja, das soll hier einfach nur suggeriert werden, indem hier irgendwelche Leute reingeschickt werden oder was auch immer oder
die sich irgendwie dann Spaß draus machen oder wie auch immer. Aber es ist einfach, ich glaube, dass das Bild, das wird hier total verzerrt, ja. Und ich glaube, gerade auch, weil das ist, weil immer mehr Leute aufwachen, weil immer mehr Leute diese Zusammenhänge klar werden, deswegen müssen wir auch ausgeschaltet werden, verstehst du? Und wenn, weil wenn wir wirklich so unbedeutend wären, ne, dann würden nicht diese Sachen passieren. Dann wäre nicht Frank Höfer in die Sendung gekommen. Dann wäre nicht Anna-Maria August in die Sendung gekommen. Dann hätten sie sich nicht damit befasst. Dann würden sie sich nicht überall das Maul zerreißen. Ne? Das ist einfach nicht so. Das soll uns suggeriert werden. Wir sollen demoralisiert werden. Oh, die schreiben immer nur die Kommentare und die raffen es ja nicht. Und oh, es hat doch alles keinen Zweck. Ja, was soll man denken? Ja? Und was aber noch viel gefährlicher ist, ne, das sind die Leute, die hier reinkommen und uns nach dem Mund reden zum Teil. Ne? Wo wir dann am Anfang denken, da freuen wir uns, dass mal jemand was Positives schreibt. Da sind auch ein paar komische Figuren dabei, habe ich schon festgestellt. Ne? Also das ist auch nicht so ganz einfach. Wo du extrem aufpassen musst, wenn Leute die exakt gleiche Rhetorik verwenden wie wir oder die auch die exakt gleichen Begrifflichkeiten oder sowas, dann ist schon immer Vorsicht geboten. Das ist dann, ja Leute, der übertreibt es dann ein bisschen, das müsst ihr geschickter machen. Ne? Ja. Also mit dieses zeigt dein Gesicht, ja, das ist so echt. Das war so wir haben einen Vorteil. Die totale Selbstüberschätzung dieser Protagonisten, weil die halten die Leute nämlich wirklich für saudoof. Ja? Und deswegen nehmen sich das doch raus. Bühler wird unvorsichtig. Gerade in diesem einen Video, wo es dann über den Ford Fleck ging und sowas. Ne? Verstehst du, was er dann auch, wo er sich massiv dran aufgegeilt hat und die ganze Zeit als Plattform benutzt hat, da rumzulabern. Verstehst du, er ist sich seiner Sache zu sicher. Er denkt, die anderen sind einfach komplett doof und die kriegen das eh nicht mit. Aber das ist ein Irrtum. Ja, das ist ein Irrtum, das ist nicht so. Die kriegen es mit. Ja. Aber wir sehen ja, wie wir inzwischen sind hier, in welchem Zustand unser Land ist mittlerweile und dass Leute Angst haben müssen, überhaupt noch irgendwas zu sagen. Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz, sie haben Angst um alles. Können jederzeit alles verlieren, nur weil sie einmal Small Off gemacht haben oder sogar irgendwas gepostet haben auf Facebook oder weil sie sogar nur was geliked haben auf Facebook, ja. Wir leben in einem ständigen Klima der Angst. Ich kann verstehen, dass da keiner das Maul aufmacht oder irgendwas sagen will. Ich verstehe das absolut. Ja? Aber ich habe einfach so ein Gefühl, dass es mehr Leute sind, als man denkt. Ja? Ich habe einfach so ein Gefühl. Ja. Klopfen wir mal auf Holz. Das war eine richtig große Show heute wieder. Echt super geil. Da kannst du Studien machen, ne? Ich warte noch drauf, dass die ersten Hangouts, Feldstudien gemacht werden. Persönlichkeitsprofile, Feldstudien. Ah, großes Kino. Wir sind viel zu einfach zu manipulieren, was? Wie viele Hangouts denn ich gibt, die Freiheitsthemen wirklich besprechen? Naja, das gibt's nicht. Ja. Gibt's keine. Oder eben oder schon, aber wo das so halbherzig dann geschwurbelt wird oder so, ne? Ja. Gibt's gar keine, ne? Also Let's Play ist der einzigste mit Toni, ne? Na, deine Arbeit ist auch da eindeutig mit zu verorten, na klar. Ja, aber ich mache ja keine Halbzeit. Es gibt sicherlich noch etliche andere YouTuber, die da auf ihre Art und Weise aktiv sind, die wir da jetzt nicht auf dem Schirm haben. Also, das ist schwierig. Aber die halten sich halt alle mehr oder weniger zurück. Ja, also das regelmäßig den Herrscher. Die halten sich alle deswegen zurück, weil sie Werbeeinnahmen generieren wollen. Ich meine, das ist ja schon eine Farce in sich, dass du auf der einen Seite, deswegen habe ich mich ja auch dazu entschieden, bei meinem Kanal zum Beispiel nie eine Werbung von mir aus einzublenden, also zu monetarisieren, weil ich von vornherein gesagt habe, ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren. Ich mache ein Video gegen das System und da kommt eine Coca-Cola-Werbung im Vorspann oder so, ja. Das kann ich nicht, ja. Finden sich die Leute verarscht. Für mich Haupt. Ja, aber manchmal ist es so, dass du da gar keinen Einfluss drauf hast. Ja? Du brauchst da bloß irgendwie einen kleinen Clip drin. Keinen Einfluss, wenn du natürlich Musik drin hast. Ja, da hast du keinen Einfluss. Das ist richtig.
Aber mir will ich das natürlich nicht gestalten. Ne? Also ich lehne das komplett ab. Ja? Das komplette Herrschaftssystem lehne ich komplett ab, selber beeinflussen kann. Ja, es gibt keine anderen Hangouts oder YouTuber, die das Thema Herrschaft immer wieder aufgreifen und thematisieren. Ja. Ich habe auch, weißt du, was ich auch das Gefühl habe, Toni? Ich habe das Gefühl, wir kommen da nicht mehr so einfach raus aus der Sache, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch so, ich würde manchmal gerne wieder dahin, auch lockere Sendungen wieder, aber da werden immer wieder Störelemente kommen im Chat, dann wird wieder irgendwas anderes immer wieder kommen, ja, als Ablenkung oder so, ja. Ja, aber lass dich davon nicht unterkriegen, ja, so die, sobald du anfängst, dich auf dieses Terrain zu begeben, ja, dann musst du das in Kauf nehmen, ja. Und auch diese unterschiedliche Intensität. Ja. Aber wir werden auch effektiver, wir werden immer besser. Ja, das stimmt, ja. Und das ist ein sehr, sehr gutes Training. Das war eine besondere Konstellation, weil halt auch so viele andere Chaos-Streamer, sage ich jetzt mal, da jetzt auch in der Sendung waren. Ja. Aber für mich war das total, total super. Ich habe verdammt viel daraus gelernt. Was im Chat abging, was für Personen da aufschlugen, was für einzelne Sachen in dem Hangout passiert sind, wie die Intensität war, wer profitiert da am meisten von der Gesamtsituation und so weiter. Absolut großes Kino, ja. Das ist echt, ja. Es haut mich immer wieder um, ja. Und du hast gar nicht mal so Unrecht, ja. Mit dem wichtigen Hinweis darauf, dass wenn man Charakter zeigt und ein Profil sich gibt und zu Prinzipien versucht zu stehen, dann sind diese Sachen kalkulierbar. Ja? Und diese Kalkulation wird oft sehr, sehr, sehr geschickt eingebunden. Und wir beide sind ein super Beispiel dafür. Ja? Jeder für sich, ja. Wir haben zwar da, ich sag mal, in den Idealen liegen wir da sehr nah beieinander, aber wir sind völlig unterschiedliche Charaktere. Wir haben aber alle beide ein bestimmtes Profil und wir reagieren unterschiedlich intensiv auf ganz bestimmte Zusammenhänge und Unterstellungen, bla bla bla. Also je nachdem, ja. Und damit wird sicherlich auch gespielt, ja. Damit wird echt, wir sind voll, ich komme mir wirklich vor wie auf so einem verdammten Schachbrett. Ja. Und den Leuten da draußen ist nicht klar, dass das mehr oder weniger, wir isoliert sind und zwischen Fronten stehen, ja. Und ja, entweder wirst du niedergetreten, ja, oder es bildet sich eine kritische Masse. Diese beiden Möglichkeiten gibt's. Ja. Also, ja, was ist das halt? Habt ihr eigentlich schon mal gefragt, warum dieser Fakt eigentlich vorhanden ist, das ist jetzt eine naive Frage, warum dieser Fakt vorhanden ist, dass die sogenannte Wahrheitsbewegung faktisch eigentlich gar nichts hinterfragt. Ja, weil es nicht so beabsichtigt ist. Und weil es kontrollierte Opposition ist, ja. Und solange die ganze kontrollierte Opposition ihrer Kundschaft weismachen kann, dass sie keine kontrollierte Opposition ist, geht das gut. Und das rüttelt man momentan so ein bisschen, ja, dieses Gefühl. Ja. Und wenn aber jemand aus der Reihe tanzt, ja, dann kannst du dann zum Beispiel hingehen und sagen, nein, das geht nicht, der schadet der Bewegung, der schadet der libertären Szene, der hat ja gesagt, die Erde ist flach oder sonst irgendwas, das geht nicht, oder der hat sonst irgendwas kritisiert, nein, ja. Ja, da muss man sich davon distanzieren und tralala. Und dann, die werden ja nicht dazu gezwungen, die Leute, die machen ja dann auch schön mit und fühlen sich dann noch so richtig schön fesch und clever und dynamisch und yeah, sie haben es durchblickt und jetzt werden sie noch getätschelt, teilweise von der identitären Bewegung oder irgendwas, ne? Und jawohl, ne? Und jetzt geht's erst ab und diese absolute Arroganz und Selbstgefälligkeit und dass man sogar noch mit Strohmann-Argumenten arbeitet bei irgendwelchen Leuten, das ist halt einfach. Ja, so ist es halt nun mal. Und bestimmte Leute haben mich ja auch inzwischen geblockt auf WhatsApp und alles. Und Toni, genau, ich kann ja auch. Was?
Genau das ist ja auch der Punkt. Ich sage mal, gerade in Bezug auf die Hinterfragung des Globus, ich meine, ich erlebe das ja auch tagtäglich mit irgendwelchen Kommentaren auf dem Kanal. Da wird ja praktisch schon von vornherein ausgesetzt. Ja. Das heißt, das ist ja nochmal eine andere Liga, die dann Kommentar schreiben oder das in Frage stellen. Ich habe heute zu einem geschrieben, kennt den auch Globalist, ja. Ich sage, du bist ein Systemling. Ja, dann sagt er, schreibt er drunter, nein, ich bin kein Systemling, ich bin systemtreu. Ja, also da muss ich ja von vornherein, es ist also Systemtreuer, schreibt einen Kommentar, der das System, das Bild hinterfragt, in dem wir leben und meint damit, dann wird alles geklärt. Der Punkt, in der Welt leben wir, dass sich Leute anmaßen, ja, sowas zu machen. Ich finde das unmöglich. Ja. Weißt du, ja. Was ich noch viel krasser finde? Was bei diesen ganzen Leuten da, auch bei diesen Leuten wie Flo Plus oder so, ne? Ich meine, vielleicht werden die wirklich bezahlt oder was auch immer da dahinter steckt, ne? Es ist jedenfalls teilweise echt professionell, was sie machen. Und da ist das noch so ein Ding, da kann man es ja noch verstehen, aber weißt du, was ich total krass finde? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ne? Dass mittlerweile sogar so Leute wie Cäsar oder so sich richtig widerlicher Propaganda bedienen, um zum Beispiel auch gegen mich vorzugehen, auch in Kommentaren oder so, ja? Irgendeinen Dreck über mich zu schreiben oder alles zu verdrehen und irgendwelche Scheiße wiederzugeben oder mich in einen Topf reinzuschmeißen mit solchen Leuten wie mit diesem keine Ahnung Flo oder was, ja? Das ist also, ich fand das richtig krass. Ja. Das ist eigentlich sehr befremdlich, dass überhaupt sowas passiert. Hätte ich also auch vom Cäsar nicht erwartet. Also finde ich ja traurig, ja. Oder vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, Toni. Du hast es ja mal vorgelesen. Also das war ja auch, glaube ich, nur ein Bruchteil. Aber wie siehst du das? Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich auch ein bisschen mit diesen, habe ich heute auch geschrieben in einem Kommentar. Heute auf dem Golfplatz, ich habe die Sonne genossen so ein bisschen, ja, und habe dann im Handy mal geguckt, ja, ich war gerade, habe ein paar Bälle geschlagen und guck mir das so an, ja, ich sage, was schreibt der denn wieder einer, ja, dass man praktisch den Flo Plus so ein bisschen darstellt, aber der Punkt ist der, dass seine Videos auf linken Seiten, das heißt, das letzte Video, wo praktisch Flo Plus gemacht hat, wurde auf Seiten gepostet, die Propaganda machen, wo praktisch NPD, AfD, Verschwörungstheoretiker dargestellt werden. Die Seite hat, ich glaube, 113.000 Likes. Ja, also eine große Seite auf Facebook, Sachen nochmal dargestellt wird. Das heißt, alle, die sich mit dem Thema der Hinterfragung des Globus beschäftigen, sind praktisch im gleichen Atemzug Nazis, AfD-Anhänger, obwohl ich alle Parteien praktisch ablehne und praktisch und natürlich faktisch, ja. Und aber trotzdem wird man darauf gepostet, Toni ist ja damit drin, Astro-Toni ist damit drin und andere. Und das ist natürlich sehr befremdlich, in welche Richtung das geht, ja. Auch der Punkt, du bist ja auch sehr neutral, ich finde ich ja super, ja, wenn du dich verhältst und so. Ich hab ja kein Internet im Moment, ist ein bisschen schwierig beim Moment. Aber wie du dich da verhältst, finde ich super, ja. Du willst einfach nur die Wahrheit, habe ich ja auch geschrieben, ich stehe zur Verfügung für ein Gespräch, ja, wenn es um das Thema geht, wenn es sachlich ist praktisch. Was ist für ein Kommentar? Aquaria, Let's Play and Talk, Notfallkanal. Cäsar ist massiv angegangen worden von den unzähligen Vollhonks, in Klammern, wie Tony Mahoney hier. Da fallen auch schon mal Späne. Bist du dir keiner Schuld bewusst? Was ist das für Geschwafel? Echt, ich gehe kaputt.
Also Ich Toni, weiß. das ist für mich nicht nur Zufall, dass hier die ganze Saison Dreck kommt. Also Es ist, kannst du sagen, was du willst. Ja. man kann doch mal, ich meine, der Fakt ist doch der, man kann doch mal miteinander kommunizieren und man kann doch mal zusammenreden. Ja, aber ich sage mal, wenn sich einer schon weigert, in Hangout reinzugehen, weil mit dem seine Nase nicht passt oder obwohl er ja neutral ist, du bist ja jetzt nicht kein Globalist-Anhänger, der da Propaganda praktizieren möchte, sondern du bist ja einer, der neutral ist, der doch mit so einem in Hangout gehen. Was auch bestimmt eine super Werbung wäre, gerade auch für Cäsar auf seinen Kanal. Tja, aber weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Weißt du, was ich für ein Gefühl habe, leider? Und das klingt jetzt hart, ne? Cäsar ist absolut dazu in der Lage, bestimmte Intentionen zu erkennen. Das hat man halt in dem Video von Flo, wo er da sich mit Flo Plus befasst hat, gesehen, er zusammen mit Andreas. Und dass er das komischerweise bei mir nicht erkennen soll. Und dass er da einfach nur die Propaganda wiederkäut, die irgendwelche Leute verbreiten, ne? Das ist ganz merkwürdig. Das passt nicht zusammen. Weißt du, wie mir das vorkommt? Das ist Absicht. Das ist absichtliche Desinformation. Sehe ich auch So kommt es so. mir jetzt vor. Finde ich auch, Das sehe ich klingt, auch. das ist jetzt richtig, richtig hart. Martin Ja. Hiller ist zu intelligent, dieselben dummen Fehler wie Klimsi zu machen. Und Cäsar ist zu intelligent, als dass er nicht klar sieht, was für eine Rolle Let's Play spielt. Ja? Und er sich da vereinnahmen lässt. Es ist echt, hier brechen gerade ordentlich die Dämme weg, sage ich euch. Und es geht erst noch richtig los. Und wohl dem, der sich positioniert hat, ja, alles andere ist noch. Es werden auch Kindereien verbreitet, weil ich glaube, Astro Toni hat ja auch in seinem Video, seinem neuen, hat er auch da ein bisschen Cäsar da angegriffen. Dann wird das wieder geschrieben mit Kommentaren. Es ist ein bisschen, weißt du, wie ein Kasperletheater. Ich bin der Meinung, warum soll man sich nicht mit Let's Play, mit Flacherdlern, mit vernünftigen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch auf der Globus-Seite ist, wobei ich das anzweifle, aber normal mal unterhalten, um das auszuräumen, was da im Raum ist, sollte man tun, ja. Was ist Öffentlichkeit? Ja, die sind alle in der Öffentlichkeit, die Hangouts, die haben Livestreams. Das ist nichts Verwerfliches. Wenn das nicht kann oder machen will, dann ist natürlich ein bisschen fader Beigeschmack in der ganzen Geschichte. Ja, das finde ich in Ordnung. Also man muss da Stärke zeigen. Wir sind hier keine Weiber, wir sind Männer. Und da muss man auch mal nach vorne treten. Ja, auch wenn man meint, ich könnte mir vorstellen, dass der Cäsar in Bezug auf ihn, ja, weil es ein Freund ist von ihm, weil es in derselben Gruppe sind, wenn man den angegriffen hat oder entlarvt hat, sage ich mal, dann sagt, ich hin, weil es könnten ja unangenehme Fragen kommen oder es könnte, es ist Ja, ein bisschen. ich würd gerne noch mal was zu diesen, für mich ist das ein Trugbild. Ja? Also auch die Gründe, die bei Kurt, jetzt nicht Kurt Schumacher, unser Kurt, da zugrunde liegen, ja, dass man sich vermeiden möchte, zu positionieren, um, ja, also man hat, es sind halt immer Situationen, wo halt die sogenannte Öffentlichkeit oder alles, was um einen drumherum ist, irgendwie eine Rolle spielt. Ja? Also man möchte einfach nicht in der öffentlichen Wahrnehmung runterfallen, egal wie. Ja? Also für die einen kann das existenzbedrohend sein, ja? Für die anderen, was weiß ich. Ja? Aber davor schrecken die Leute zurück. Die Leute schrecken einfach davor zurück, zu sagen, selbst bei jemandem wie Knacki, in dem Moment hat er die Wahrheit gesagt, beziehungsweise da hat er das und das und das gemacht. Ja? Es wird sofort so rumgedreht, als wenn man Partei ergreift. Ja? Und umgekehrt ist das genauso, wenn man jemanden verteidigt, dem man nahe steht. Aber wenn man genau hinschaut, geht es immer um die Prinzipien. Es geht um die Positionierung und nicht um die Person. Das ist viel, 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 viel wichtiger. Und Also, weißt du, ja, wisst ihr,
jetzt, also Cäsar zum, kannst gleich sofort, ne? Also Cäsar zum Beispiel, ne? Für mich entweder steht auf der Seite der Wahrheit oder steht auf der Seite der Täuschung. Und wenn er mit allen Mitteln zum Beispiel Ian verteidigen will, was sein Freund ist oder so, und dann zu den Mitteln der Täuschung greift, dann ist das für mich kein richtiger Truther. Sondern das ist ein Desinformant dann. Ja, Genau. wenn ihm das mit, wenn ihm das Mittel, wenn ihm das Mittel recht ist. Ja? Ich gehe auch mal hin, auch Leute, die ich Lena, super gut, ich gehe auch mal hin, auch Leute, die ich super gut leiden kann. wenn du in Wenn sie einer falsch liegen, sage ich Gesellschaft das auch lebst, mal. in der es keine Hierarchien gibt, sondern sich die Leute auf Augenhöhe begegnen, dann ist das halt kein Diffamieren oder, sondern dann ist es ein Konfrontieren. Dann möchte man wissen, woran man ist mit den Leuten. Ja, und wenn man das sieht und da keine Veränderung eintritt, dann muss man sich positionieren. Und eigentlich im Umkehrschluss auch sich ausschließen, distanzieren und sagen, nein, das ist nicht mein Weg. Es geht darum, dass jeder für sich diese Entscheidung treffen muss, die Let's Play eben genannt hat. Entweder ich entscheide mich für den Weg der Wahrheit oder ich gehe den Weg der Täuschung. Und da ist auch dieses ganze Schnickschnack und Relativierung und bla 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 dabei. Ja? Dieser Weg des geringsten Widerstandes. Du kommst im Leben nicht drum herum, dich zu positionieren. Wenn du es nicht tust, dann kommst du in Kreise-Situationen, in denen du dich um dich selbst drehst oder um das Problem. Und im schlimmsten Fall werden daraus dann weitere Probleme generiert. Ja. Und es ist dann, du kommst dann da ewig nicht raus. Ja. Unheimlich wichtig, dass man gerade, wenn man von der Majorität, ja, wenn die das nicht gutheißt, dass man sich selbst positioniert. Das ist unheimlich wichtig. Und das fehlt total in dieser Zeit Ja, aber heutzutage. Die haben Leute die sind meisten, das haben die meisten Leute. unabhängig von Sympathie oder Antipathie, die Prinzipien zu vertreten, ja, auch zu seinen Freunden zu gehen oder Familie zu gehen und zu sagen, das ist unmoralisch, das ist schlecht oder das ist Täuschung. Du belügst dein Kind. Ja, das ist kein, ja, das ist ein Benennen von einer konkreten Situation. Und Das ist absolut richtig. man muss aber vorher wissen, dass das die Leute polarisiert, dass dir das aufregt und irgendwie einen Weg finden, das irgendwie, ja, hinzukriegen, ja. Aber wenn die Leute alle sich rausnehmen, dann wird die Welt von anderen gestaltet. Ja, dann wird die Macht wird dann immer mehr anwachsen. Das ist doch ganz logisch. Beschäftigt euch mit Herrschaft. Herrschaft ist das Problem. Weg damit. Ja, aber das wollte ich. Ich habe gerade eben den Kommentar gelesen, wir würden hier negativen Müll verbreiten. Leute nicht. Die Leute wollen unterhalten werden. Das Problem ist ganz einfach, wenn wir aus dieser Misere rauskommen wollen, müssen wir genau diese Themen, was der Toni eben gesagt hat, ansprechen. Position beziehen. Und das haben die meisten Leute nicht verstanden. Entweder hapert es an der Intelligenz können oder sie machen es mit Absicht. Wirklich die Wahrheit zu erfahren, muss man sich positionieren. Das ist nun mal so. Negative Dinge, obwohl das gar nicht negative Dinge sind, sondern es geht um Aufklärung. Und diese Aufklärung kann nur existieren, wenn wir diese Fakten ansprechen. Deswegen finde ich das auch gut. Was ist deine Katze, macht die ja nicht auch mit dem Hangout mit, oder was? Ja, die turnt hier die ganze Zeit rum. Ich muss sie mal ein bisschen beruhigen. Oh. Ist aber schon größer geworden, du. Ne? Ja. Ist ganz schön angewachsen. Ja, es geht ihm auch richtig gut. Dir geht's gut, ne?
Ja, aber ich muss sagen, die Sache mit Kindertribunen, wo es dann heißt, und, die haben ihn reingelassen und so, was, und ich weiß ja, in welche Richtung das dann geht und so, ne? Das ist eigentlich für mich bisher die widerlichste Aktion. Muss ich Ja. ganz ehrlich sagen. Also noch widerlicher als alle anderen. Ja. Schon geil. Vielleicht schneiden sie auch was Lustiges zusammen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Eben schreibt auch noch einer, Leuten nicht vorschreiben darf, wie sie sich zu verhalten haben. Denn dann wäre es Herrschaft. Geht dazu. Naja, das kommt alles doch ganz klar. Also wenn ich in meiner Bude bin, ja, dann kann ich zum Beispiel sagen, dass er sich Schuhe Es aus geht oder gut, um, das ist bei mir jetzt, es bei geht mir nicht so, um aber was? Cäsar, es geht praktisch um Cäsar, dass er in einen Hangout oder mal ein Gespräch führt, ja, mit dir, dass man ihn praktisch selber entscheiden lässt, ob er es will, weil wenn man ihn zwingen würde, dass er das machen müsste, wäre das wieder Herrschaft, so ungefähr, ja. Ich habe Denken. jetzt, das Problem ist, dass du ständig abgehakt bist. Wenn er was machen würde, wäre es Herrschaft. Wenn man ihn zwingen würde. Wenn man ihn Ja, wenn zwingen der würde mit vorgehaltener Cäsar, Waffe, er wenn muss da man ihn reingehen, dann zwingen wäre es Herrschaft, würde, ja. Beziehungsweise Zwang halt, ja, ja. wenn man ihn, Aber zwingt ihn ja keiner. nein, es zwingen kann. Es geht ja nur um die Fakten, wenn irgendwelche Sachen außen getreten sind im Vorfeld, sollte man die Sachen klären. Ja, da muss man aber auch Interesse haben, das zu klären. Das hat ja Cäsar gar nicht, denn Cäsar hat eher Interesse daran, Desinformation zu verbreiten. Und deswegen ist er auch ein Desinformant. Alles, ja. Verstehst du? Ich habe nie schlecht über den gesprochen, nie. Ich habe immer gesagt, komm, da auch mal in die Sendung und tralala, machen es drüber und so, ne? Ja. Der ganze Kram und aber seitdem ich da bestimmte Kommentare von ihm gelesen habe unter seinen Videos, wo dieser Ich habe James Bond ihm was geschrieben hat. die Kommentare auch gelesen. Ich muss dir ehrlich sagen, ich fand das sehr befremdlich. Ein Urteil, nur weil ich die habe in anderen Gesprächen. Kann ich ja nicht von vornherein vorteilen, wie der mir gegenüber ist. Ja? Ich kann ja trotzdem mich mit dem unterhalten. Eben selber, was er daraus macht. Und Es ist ich ganz einfach kann so. nicht. Es ist ganz einfach so, ne? Egal, wie nett er zu anderen Leuten ist. Wenn er bei mir zum Mittel der Täuschung greift und Desinformation verbreitet, dann ist das ausschlaggebend. Wenn ich mit jemandem rumhänge, der zu mir total nett ist, weil er einfach genau weiß, dass es Konsequenzen hat, wenn das nicht ist, dann kann ich nicht dann sagen oder dann kann ich halt sagen, boah, der ist ja voll toll, aber dann sind da vielleicht Schwächere oder so und die behandelt er wie den letzten Dreck oder so. Und dann kann ich ja auch sagen, was zu mir ist er ja total nett. Ja, das ist nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist, wie er die Schwächeren behandelt oder wie er seine Freundin behandelt, seine Kinder oder Tiere. Und da rede ich jetzt nicht von Cäsar, das ist jetzt nur ein fiktives Beispiel von irgendjemandem halt, ja. Und das ist doch das Ausschlaggebende, ja, meiner Meinung nach. Ja, hast du vollkommen recht. Ich fand auch sehr interessant seinen Kommentar drunter über das Video von Flo Plus, mich geschrieben, ja, du hast ja Schwächere angegriffen. Wir haben im Flacherde-Livestream so und so, haben wir das genau besprochen. Das ist ein bisschen, finde ich auch ein bisschen albern eigentlich, ja. Man hat Schwächere angegriffen, um etwas zu produzieren und er praktisch schreibt darüber, warum hast du Schwächere angegriffen? Das ist sehr merkwürdig, also in der ganzen
Art, wie er das schreibt, ja. Ist mir aufgefallen jetzt, aber es ist eine persönliche Sache, ja. Ja, also wie gesagt, wenn du mich fragst, auch selbst wenn es jetzt nur ein Versehen gewesen wäre, ne, mit dem Dreck, den er da über mich schreibt, ne, muss man sagen, selbst das lässt ihn schon in einem ganz komischen Licht dastehen, wenn er so blöd ist und auf sowas reinfällt. Das ist schon total komisch. Und aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass er darauf reinfällt, so blöd ist er nicht. Bei Fluplus schaut er das ja auch alles. Und ich glaube halt immer mehr, es ist Absicht. Und früher habe ich immer gedacht, boah, wie kann denn César noch mit Leuten rumhängen wie Ian oder Oliver Zumann und das alles? Aber mittlerweile glaube ich, die stecken vielleicht alle unter einer Decke. Ja, Ja. vielleicht ein paar Leute bei Deceptions.org, die jetzt nicht so die absoluten Größen sind, die vielleicht nicht. Aber wie gesagt, wir haben auch schon mal erwähnt, die Namen von den Leuten, das ist ganz interessant. Oder auch der Name Deceptions.org. Ja. Ich finde das alles hochinteressant. Ja. Ja. Sind die anderen mal reingekommen von deception.org und wollten mit dir mal das Gespräch? Niemand. Doch, Oliver Zumann war mal drin. Hat nur Bullshit erzählt, paar Minuten lang, und ist dann einfach wieder rausgegangen. Ja. Übrigens, ich habe eben gerade einen Kommentar gelesen. Bitcoin ist der größte Betrug, sage ich zu, das sagen die, die keine haben, die Jahren gekauft haben. Genau. Ja, irgendwann werden das nur die sein, die keine mehr haben. Also die keine haben, ja. Das ist so. Sehr gut. Gefällt mir. Bitcoin heute durch die Decke, hast schon gehört, du hast mir ja noch Ja, mal geschrieben, ich habe ja schon ich mal habe geguckt, ja. 8.200 Euro. Ja. 8.250. Ach, zwei, okay. Wisst ihr, was ich sehr schade finde? Jetzt bei meinem Chaos-Stream vorhin da, ne? Da ist sie dann noch in Porno gekommen und sowas da, wo derjenige abgespielt hat, ne? Das Problem ist, ich kann es nicht rausschneiden, ne? Jedenfalls nicht. Ich muss jetzt nochmal extra runterladen und dann rausschneiden, dann lade es nochmal neu hoch, ja? Aber ich kann es leider nicht. Ja, in der aktuellen, also in der Originalsendung rausschneiden. Das geht leider Doch, nicht. Ja, doch, kopiere das Video mal mit dem Video-Editor. Es müsste gehen. aber es. Schwierig. Ich kann hier nichts machen. Also ich kann hier weder. Ja, lad das Ich MP4. habe halt, ich habe halt, ich habe die, ich habe die Funktion nicht. Ich verstehe es. Normalerweise hast du immer noch die Funktion Video verbessern oder sowas. Ne? Aber das ist jetzt, die habe ich aber nicht. Leider. Das ist mir schon auch bei manchen Videos aufgefallen, auch bei anderen. Dass es Lade dann teilweise nicht ging. Was? die MP4-Datei erstmal runter. Ja, ist schon klar. Ich mache das ja jetzt gerade. Ja. Ich hätte halt gerne das auch noch stehen lassen, vor allem auch wegen den Views und sowas. Weißt du, das ist halt schade. Ne? Und ich kann das auch nie veröffentlichen, weil dieser scheiß Porno da drin ist. Ne? Ist echt kacke. Naja, ist nicht so wild. Habt doch die Ja. Leute, können sich das dann anschauen. Und besonders solidarisch fand ich das von Dennis auch nicht, der sich da einfach verpisst hat. Ne? Ja, naja. Ich betrachte das mittlerweile anders. Ja. Ich betrachte den Dennis auch mit differenziert. Ja. Also für mich rangiert er auch nicht auf der Truther-Ebene. Ja. Da ist zu viel Schauspiel dabei. Zu viel Desinfo will ich es nicht nennen. Das kann man so nicht benennen. Aber doch halt auch ja, Informationen, die ein bisschen fehlleiten. Ja? Wenn man zum Kern der Sache, auf dem Kern der Sache kommen will. Ja, fand ich aber super, dass wir diese ganze Jesuiten-Thematik nochmal thematisiert haben. Sehr gut, ja. Was siehst du denn da, Marvin? Den Bildschirm? Ich habe nur eine Sache nicht verstanden. Hier beim Bodyguard. Bodyguard, vielleicht guckst du das ja noch im Nachhinein. Ich hab ein Ding nicht verstanden. Wenn du doch merkst, dass das gar nicht dein Thema ist oder dass du da gar nicht mitreden kannst, warum probierst du es dann? Das ist dann, das bremst das irgendwie komplett. Das ist irgendwie so, weil das ist einfach, weil du weißt ja gar nicht, was das ist. Oft. Also Distract, ich. Ablenkung, ja, Was? ist
ist ein schönes Wort. Ja, aber wen jetzt bezogen? Nee, habe ich, glaube ich, nur gerade im Chat gelesen. Kann einer der Anwesenden im Chat oder Ho erklären, was indirekte Desinformation ist? Tony Mahoney, Let's Play. Ja, das ist ein sehr unglückliches Wort. Also, weil indirekt, ja. Also entweder ist es Desinformation oder es ist keine. Dieses Pronomen, ja, also dieses Adjektiv ist unglücklich gewählt. Aber die eigentliche Bedeutung ist, dass es der eigentliche Hintergrund für diese Wortspielerei ist, dass ich differenzieren wollte zwischen, es ist wie mit Lüge und mit Lüge und Täuschung? Nee. Ja, der Vorsatz, dass man da nochmal unterscheidet, dass Leute unbewusst und unwissend Desinformation verbreiten können. Und dass es halt Leute gibt, die das halt bewusst wirklich konstatiert, sich halt auch darüber klar sind, dass das halt falsche Informationen sind und sie gezielt verwenden, um ganz bestimmte andere Ziele zu erreichen. Deswegen dieses komische Wort indirekte Desinformation, aber eigentlich ist es nicht passend. Ja, Distraction. Ist ein cooles Wort. Aber viel zu nah an Deception. Ja. Obwohl man kann die indirekte Desinformation auch sehr gut darstellen. Zum Beispiel meinen neuen Trailer für meine Sisuiten-Mask-Lüge-Videos. Hat praktisch eine Konzeptfirma ein Mars-Rover-Konzept erstellt, wo also das Logo von NASA drauf ist, ja, und auch im Kennedy Space Center praktisch vorgefahren wird zu den Leuten, um praktisch den Mars-Rover für die Zukunft zu präsentieren. Das ist praktisch eine indirekte Desinformation. Warum? Mit dieser Information, die die NASA gibt, suggeriert sie dem Unwissenden, aha, so könnte es aussehen, wenn wir auf den Mars fliegen, haben wir ein tolles Auto, obwohl sie es gar nicht direkt gebaut haben, aber präsentiert mit NASA-Aufklebern drauf. Ja. Eine unterschwellige Information, um zu signalisieren, wir fliegen zum Mars. Das ist auch eine Information eigentlich, als im übertragenen Sinne. Ja. Ja, das Okay, stimmt. Sam Jones ist gerade drin. Sam Jones, du hast mal wieder alles verpasst. Jo. Was ich auch mal richtig widerlich finde, ne, von Leuten, wenn du zugibst, dass du dich über Klicks freust oder über Abonnenten oder über Zuschauerzahlen, ne, dann bist du immer schon gleich verdächtig. Ja? Dann bist du immer schon gleich. Das geht nicht. Das ist unredlich. Ich kann mir echt Ja? gut vorstellen, wie einige Leute sich jetzt da im Denunziantentum suhlen. Ja. Ja. Ah, Mit ja. Besitz ist übrigens ja genauso in Deutschland, ne? Wenn du irgendwie etwas hast oder so, dann bist du auch schon gleich verdächtig oder sowas. Ja, so ist es halt, ne? Ist übrigens auch vergleichbar und ja, das ist echt total geil, ne? Und ja.
Und das ist so scheinheilig auch, ne? Weil ja jeder YouTuber sich darüber freut, wenn Leute mal seine Videos gucken oder sonst irgendwas, ne? Ja, wir haben uns aber gut geschlagen, fand ich. Wir werden immer Wo? besser. Also beim Handeln von diesen Situationen, ja, Hangouts und so, das zu erkennen, was da abgezogen wird. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Toni, ne, was jetzt in Zukunft noch alles kommt, ne, die ganzen Vorwürfen, der lässt so einen rein, wer weiß, wie der selber tickt oder was auch immer, was man jetzt rauskonstruiert, ne. Ich sag ganz ehrlich, das ist für mich noch mal eine andere Schiene als Martin Hüller, der irgendwie mit seinem Psychopathenzeug kommt, ne. Wenn man jetzt konsequent diese Schiene fährt, ja, hier wegen, oh, Kindertribunen und tralala und sowas, ja. Dann, das ist halt wirklich schon ultra. Ich würde mir aber da nicht so Gedanken machen. Ja. Also solange der Hangout da ist und sich die Leute das mal angucken können. Ja, ja aber das war eine Steilvorlage. Ja. Ja, das stimmt. Und es könnte auch eine Falle gewesen sein, halt auch. Ja, klar, aber weißt du, na und? Also. Ich lasse mir doch mit von denen vorschreiben, wen ich da reinhole. Kardinal hat mir noch geschrieben, dass du den Kindertribunen reingeholt hast oder den Pedo, das war ein Fehler. Ja, diese Drohung, ja, das ist echt. Ja. Das Oder ist. sowas, ne? Ja, also, ey Leute, wirklich, drohe niemals. Also wirklich so. Das ist scheiße zu drohen. Ich sag's euch nur. Ja. Ja? Ich drohe nicht. Ich würde niemals drohen, ich hau dir aufs Maul. Wisst ihr was? Ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Wenn ich Bock habe, Gewalt auszuüben, dann mache ich es einfach. Aber ich drohe sowas nicht an. Und wenn ich mir es dann doch nochmal anders überlege, kurz vorher, dann habe ich mich wenigstens nicht blamiert. Ja? So ist es. Aber immer mit irgendwelchen Drohungen zu kommen oder sowas, lächerlich. Einfach nur lächerlich. Mit irgendwas. Ja. Ich hatte das mal mit Asgard an, ne? Ich hatte es mal mit dem gehabt. Der hat irgendwie Mengen scheiß Kommentar geschrieben. Das war unter dem Video von dem alternativen Kommentar von Steffen. Irgendwas hat er mir da geschrieben und bla bla. Dich kriegen wir auch noch. Brazzo ist bereits radikalisiert. Oder irgend so ein Scheiß. Und dann war der dann in der Sendung drin, habe ich gesagt: Wie war das, Asgardsson? Dich kriegen wir auch noch? Was willst du? Ja, dich kriegen wir auch noch mit der Wahrheit. Ach so, Ja, Asgardsson, sag das doch gleich. Ne? Also, das war echt geil. Das war echt geil. Ich kann Asgardsson schon irgendwie leiden, das will ich nicht ab und zu mal reinholen, aber das war doch wieder so ein Beispiel dafür, ne? Und ja, und dass man jetzt Sachen hier konstruiert, ne? Das ist richtig widerlich. Und ich muss sagen, ne? behaltet den Dreck in euren widerwärtigen Schlangengruben, ja? Und das ist auch für mich, Und lasst uns und das ist unsere für, Arbeit machen. und das ist für mich so ein Ding, ja. Wer dann noch in Sendungen mit solchen Leuten drin sitzt und dann noch die Schnauze hält, wenn so ein Dreck behauptet wird, ja. Und das ist jetzt noch eine weitaus krassere Stufe, die da jetzt vielleicht kommt, ja. Leute, da habe ich dann keinen Bock mehr, noch ewig lange Gespräche zu führen wie mit Kurt oder so, ne? Wirklich nicht. Ja? Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Und das ist auch der Grund, Raven, warum ich dich vorher nicht in meine Sendung reingenommen habe. Ja? Ganz einfach. Ihr habt euch Weil das sagt alle nämlich einiges. Was? durch euer Verhalten, nämlich andere Leute aus den Hangouts zu schmeißen, vollumfänglich disqualifiziert. Und allein die Frage, danach in den Hangout zu kommen, ist schon eine Beleidigung unserer Intelligenz. Hat der Raven denn schon Leute rausgeschmissen aus Sendung? Ja. Aus einer Sendung, die er nicht selber gemacht hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe ja jetzt kein konkretes Beispiel im Hinterkopf, aber ja, ich könnte es jetzt nicht belegen. Aber das ist meine. Ja, also ich habe den irgendwann ausgeschlossen, weil diese Dinge da aufgetreten sind und ich zähle ihn da eindeutig mit dazu. Kann mich jetzt aber nicht an ein konkretes Beispiel erinnern, wo er Ich das weiß auch gar gemacht nicht, hat. ob dieses Beispiel überhaupt existiert. Ja, also man schmeißt da schlimmer was durcheinander, aber verstehst du, Raven, ich
vertraue meinem Instinkt. Ja? Ob ich jemanden suspekt finde oder nicht. Und du bist suspekt. Nicht nur du. Und du bist auch nicht ganz so suspekt wie andere. Aber du bist suspekt. Und das ist der springende Punkt. Ja? Und so Sachen wie mit dem Kardinal da oder sowas, ne? Da werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Wobei es nicht feststeht, dass das derjenige war. Das kann ein komplett abgekartetes Spiel gewesen sein. Vielleicht ist das dann noch ganz anders gelaufen. Und zumal ja auch andere Leute den Link weitergegeben haben können. Das weiß man ja nicht. Aber ich hatte jedenfalls ein mega schlechtes Gefühl. Und ich werde in Zukunft niemanden mehr reinnehmen, bei dem ich ein schlechtes Gefühl habe. Und wen ich in Zukunft auch nicht mehr reinnehmen werde in meine Sendung, ist Dennis Ingo Schulz. Denn da habe ich ab dem heutigen Tag ein schlechtes Gefühl, Dennis. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mir hat das absolut nicht gefallen. Ja, dass wir gesagt haben, okay, das wird jetzt ja gleich sprengt, wir machen weiter und dann bist du einfach weggegangen, hast deine eigene Sendung gemacht oder was, fand ich eigentlich scheiße. Ich hätte das richtig cool gefunden und du hast dich auch schon mal solidarisiert mit mir. Wir waren mal in der Sendung drin, Dennis, und da hat dann jemand irgendwas falsch verstanden, irgendwie jemand, der Hartz IV bekommt oder so. Er hat mir dann auch noch den Link zur Sendung geschickt und hat gesagt, soll in seine Sendung kommen. Ja, und weißt du, Dennis... Das habe ich nicht kommentiert, ja. Ja, weißt du, Dennis, und das fand ich richtig geil, dass du mich da mal in Schutz genommen hast und so, ne, in so einer Sendung, wo wir mal drin waren, das ist schon ewig her, ja. Und, ja, aber ich finde das einfach, das war ja auch schon mal gewesen, wo hier eine Sendung gesprengt wurde, ne, wo du dann halt dann auch direkt deine eigene gemacht hast. Das ist ja auch okay, denn das ist ja dein gutes Recht, wenn du das machst, ja. Aber ich hätte das eigentlich cool gefunden, wenn wir hier einfach weitergemacht hätten, halt, ne. Und zumal wir ja auch eigentlich noch wichtige Sachen besprochen haben, bevor die Sendung gecrashed wurde, was ja interessant ist, dass ausgerechnet da gecrashed wurde, und da hätte man eigentlich noch weitermachen können, und das ging natürlich jetzt nicht mehr, weil jetzt die ganzen Teilnehmer aufgesplittet waren. Ne? Vielleicht war das aber auch beabsichtigt, ich weiß es nicht. Ja, ich hatte jetzt einfach so kein Interesse mehr dran. Ne? Ist einfach so. Also jetzt nicht so, dass der mich bräuchte, der hat ja eine viel größere Reichweite, also da kann der ja drauf verzichten, aber ja, das ist einfach so ein Punkt. Ja, und ich muss ja doch in Zukunft nicht mehr begründen, wenn ich irgendwie jemanden seltsam finde oder mir irgendwie gerade etwas saukomisch vorkommt. Ich hatte übrigens sogar ein Video gemacht, wo der Dennis da die Gerichtsverhandlung hatte und so, ne? Ich hatte nochmal ein Video gemacht, weil ich das richtig scheiße fand. Ich dachte wirklich, die würden den vielleicht einbuchten oder so, ne? Ist doch jetzt egal. Dafür bin ich auch massiv angegangen worden, ne? Auch von so Leuten wie Libertarian Jabolo und was nimmst du denn, Dennis noch in Schutz und so, ja. Ach, ist doch besser, wenn der verschwindet. Und so jemand will sich als freiheitlich bezeichnen. Ja. Vollidiot. Das ist so ein super Spasti, dieser Libertarian Jabolo, ne? Hab ich mich auch lange gewundert, dass du dich mit dem so lange rumgequält hast. Ja, das war so ein Ding, weil der hat wirklich auch oft auch schon mal gute Videos gemacht, auch mit Russland und so ein Zeug und ich wollte ihm einfach nur noch mal eine Chance geben, weil der immer ausgeschlossen wurde und weil er halt einfach irgendwie, ich hatte halt irgendwie Mitleid mit dem und so, weißt du, und dann habe ich ihn halt einmal noch mal reingenommen, da hat er sich dann komplett blamiert, wo auch noch Peter Müller drin war und so, weißt du, und seitdem habe ich da auch echt keinen Bock mehr. Ich wollte einfach nur mein Gewissen beruhigen, ich wollte halt nur noch mal, ja, ich habe dem noch mal eine Chance gegeben, weißt du. Und mit Helena hat er auch schon ganz komische Sachen abgezogen damals. Und ja, ja, was ist das halt? Also wie gesagt, wenn mir in Zukunft Leute komisch vorkommen oder sowas, ja, ja, ich muss das nicht begründen, ich sage einfach nein. Diese Görkel, die hat mich auch vorhin total genervt, ne? Ich glaube mit Bernd Schneider oder was da war, ne? Nimm den doch rein, nimm den doch rein, nimm den doch rein! Ihr kennt das doch als Kind, oder nicht? Mit den Eltern, der Papa oder was, ne? Die ganze Zeit rumquengeln. Gut, es gibt vielleicht Leute, die gehen danach, aber ja, mein Gott. Wenn einmal Nein heißt, dann muss man nicht nur ewig rumquengeln. Wie so ein kleines Kind. Ne? Ja, also
Ja, aber es ist halt einfach so. Und es sind so viele dumme Charaktere unterwegs in der Hangout-Szene. Das ist echt unglaublich. Da schreibt jemand, Luxfer, ja, Luxfer, du bist auch total komisch, oder nicht? Schreibst du nicht auch mal einen Haufen Dreck? Ja, aber es ist wirklich unbelehrbar und eine regelrechte Anstrengung bloß durch seine Anwesenheit. Hä, was hast du denn jetzt mit Jabba? Ja, es hat wieder schön gescheppert, würde ich sagen. Ja. Der Kott noch mal kommt, echt. Ja, es ist echt der Hammer. Für wie blöd halten die uns? Naja, es geht nicht darum, dass wir blöd sind. Es geht darum, dass wir berechenbar sind und dass wir Ja. einfach auf bestimmte Dinge so reagieren und dass wir uns dann auch unbewusst einspannen lassen, ne? Und man auch solche Sachen dann benutzen kann, wie dass der Code drin war, um einen zu diskreditieren. Oh. Ja, Ich habe da großartig. vorhin nur 10 Sekunden gehört von Raven, ne? Oder vielleicht sogar nur 5. Es war sowas von widerlich. Ja? Und dann noch diese Görgel oder sowas da, ne? Hat irgendwas gelabert. Oder wie auch immer das war. Ja, blende das aus. Kann ich dir nur empfehlen. Lass das nicht an dich ran. Ja. Ja. Weil da entstehen nur negative Energien, weil du kannst effektiv da ja auch nichts machen, weil das sind Worte und die sind dann draußen und wie die dann. Ja, aber du denkst dich dann auch herein. Also der Sinn einer von solchen Hangouts ist, so viele Leute wie möglich da draußen mit dieser Falschdarstellung und diesem Denunziantentum zu vergiften. Ja? Und wenn du, und da gibt es zwei Möglichkeiten: entweder du weißt es, du hörst es und bist dabei, ja, und ärgerst dich dann darüber, oder du weißt es nicht. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, was besser ist für dich. Der Sam hat gerade eben geschrieben, wo ist denn der erste Teil vom Stream? Ja, Sam, den musst du auf privat stellen, weil der wurde gesprengt und dann ist am Schluss noch so ein Porno drin und das kann ich dir dann nicht veröffentlichen, leider, ne? Und ich an alle Leute, wenn ihr Hangouts macht und er wird gekapert, sofort auf privat stellen. Ja. Ja, sonst wird er rausgenommen. Oder Kanal wird dicht gemacht. Oder runterladen. Ja, nicht nur oder runterladen, sondern und runterladen natürlich. Ja. Was sind Jones? Kannst du mir den nicht privat schicken? Doppel. Ja, es haben ja Leute, die. Ja, und wenn ich das jetzt auf nicht gelistet stelle, dann kommen die trotzdem immer noch ran. Ich weiß es nicht, Sam Jones. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich werde das ja eh nochmal hochladen, werde das dann nochmal separat rausschneiden. Ja? Dann kannst du dir ja angucken. Ja, die haben es wirklich geschafft, dass ich Genau jetzt doch so, wie er wieder. es geht ja nichts an, wurde von Markus dauerhaft blockiert, sofort raus. Ja. Auch Bernd Schneider vorhin bei dem Hangout, gleich raus, alle raus. Sie zieht einen Finger, kümmert euch um eure Sachen, macht eure eigenen Hangouts, ja. Du weißt, was ich leider glaube, in Zukunft, ne? Dann so bestimmte Leute, die dann immer noch kommen, ne? Aber der Raven ist doch ganz in Ordnung oder der Hüller oder gehen da immer noch in Sendung rein und so, ne? Ich werde mir da echt den einen oder anderen Vermalt schaffen, ne? Ich habe da wirklich keinen Bock mehr drauf. Es geht mir auch so. Ich habe wirklich keinen Bock mehr drauf, dass Leute wissentlich. Ja, die wissen ganz genau, was da mit uns abgezogen wird. Und die gehen noch mit denen in Sendung rein und tun so, als wäre nichts gewesen. Ich meine, wenn die jetzt da reingehen würden, würden sagen, ey, wir reden jetzt mal Tachless hier oder so, was soll denn das? Das ist was anderes. Aber dann so immer, ja, trollala und so, oder nur so ein bisschen was sagen, hier so Alibi-mäßig. Das ist einfach widerlich. Ja.
Ich finde das super, dass das so gelaufen ist. Ja. Weißt du, was ich am allerschlimmsten fand bei unserem Kurt? Weißt du, welche Aussage ich am allerschlimmsten fand? Dass er in einer komplett, ich meine jetzt nicht einen Kurt Schumacher, sondern Kurt Fischer, dass er in der ganzen Sendung drin saß mit Hüller, sich die ganze Sendung dann diesen Dreck angehört hat und am Schluss dann irgendwann gesagt hat, ja, man kann ja mal was übersehen. Ja. Gut, weißt du jetzt nicht mehr, hat er aber gesagt. Ja? Und ich höre ganz genau zu, was Leute sagen. Und das war für mich so ein Ding, fand ich hammer hart. Ja. Die Frage ist ja auch, Let's Play, wollen die Leute überhaupt oder wollen sie, sitzen sie mit einem Bier vom PC und denken, das ist, na gut, ist RTL 2, ja, ist da im übertragenen Sinne. Anstatt 2 gucke ich mal das. Wollen die Leute überhaupt was lernen oder was erkennen aus den Gesprächen, die in den Hangouts geführt werden, die sachlichen Dinge, die da rausgezogen werden können, ja, die Erkenntnis vielleicht. Das sind wenige vielleicht nur. Ja, ja, oder ein oder andere schon. Viele, ja, viele sitzen da vielleicht wirklich nur rum. Guck mal, die Ampelmänner, ne? Ja. Also so. Als wäre das so ein Zirkusauftritt oder so. Ja. Aber du hast es ja zumindest gesagt, das ist ja schon mal ein Vorteil. Also es wurde alles, Toni hat es gesagt, du hast gesagt, sind Themen angesprochen worden. Also es kann sich hinterher keiner beschweren. Kommen und das wird so kommen, es wird ein riesengroßes Problem auf uns zukommen in Deutschland. Gut, ich wohne ja nicht in Deutschland, aber für die Deutschen praktisch in Deutschland, die noch leben, wird ein großes Problem kommen und dann hoffe ich, dass diejenigen, die zum Beispiel, die zumindest auch dazu gehört haben und daraus nehmen, Videos und anderen Themen, anderen Informationen, die sie gezogen haben, daraus was machen können. Und wenn es nur, ich sag mal so, wenn es nur 50 Mann sind, die daraus eine Erkenntnis gezogen sind, dann hat sich die ganze Sache schon gelohnt, weil es sind 50 Mal Menschenleben, die man dann vielleicht vor Schlimmerem bewahrt hat. Wir müssen ja. Man muss auch diese Denke loswerden, ja? Nämlich diese Denke von, ich habe jetzt hier ein Video gemacht oder ich stehe auf einer Bühne oder ich bin Politiker, ich habe Reichweite, bla bla bla. Das ist total einseitig, nämlich aufgeteilt in Leader und Follower. Und so läuft es in Zukunft nicht mehr. Also die Leute werden sich irgendwann an einem gewissen Punkt dann im Klaren darüber, dass sie Multiplikatoren sind. Jeder Mensch ist ein Multiplikator. So, und wenn dieser Allgemeinzustand der Lethargie und der Nicht-Positionierung auf Basis von Ängsten und Unsicherheit, wenn das überwunden wird, dann können die Leute, ja, wenn die wirklich richtig aus sich rausgehen, ja, und ihre Potenziale entfalten, ja, dann sind das dann Multiplikatoren, ja. So, und das sollte man nie unterschätzen. Unterschätze niemals einen Mensch, der getäuscht wurde, ja, und dann die Täuschung erkennt. Weil wenn sich das einmal manifestiert, wenn da einmal der Grundstein gelegt ist, dass die Leute merken, wie sehr sie hier verhöhnt und betäuscht werden, ja. Wenn einem Menschen wie Kurt das bewusst wird, dass er hier zum Spielball gemacht wurde. Das ist ihm doch schon bewusst, Toni, ja? Aber es hat einfach keine Relevanz. Ja. Ja, hast recht, aber zum jetzigen Zeitpunkt, ja, so die Hoffnung stirbt als letztes. Das stimmt, ja. Aber weißt du, ja, wir reden hier nicht von 20, 30-jährigen Script-Kiddies, ja, die den Sonntagspunk in Hangouts machen. Ich rede hier von Kurt, ja, mit seiner Ausstrahlung, ja, und mit seiner, ja, wir kennen alle Kurt.
wenn diesen Leuten diese Verhöhnung und diese Täuschung richtig bewusst wird und sie das auch an sich ranlassen, dann gibt es da kein Zurück mehr. Und das sind dann Leute, die wirklich konsequent bleiben. Ja, wenn man daraus gelernt hat, wenn man in diesen Schritt der Selbstreflexion geht und sagt, ja, ich muss das hier mal ganz anders betrachten. Ja. Unterschätzt es nicht. Ich hoffe ja, dass es so sein wird, weil die Hoffnung als letzte stirbt. Ne? Nur ja, also ich sehe leider, umso mehr ich drüber nachdenke, in der Sendung habe ich so ein bisschen positiver gesehen, der einen da, aber ich sehe da immer mehr schwarz. Bernhard B. schreibt, interpretiert hier viel zu viel rein in die Hangout-Szene. Es gibt hier mehrere Lager, Truther wie ihr, die sogenannten Patrioten, DDR, Ben Schneider etc., Trolle, Pädojäger und Drachen-Game. Ja, aber du hast einen Stich vergessen, Bernhard B. Du hast letztens selber zugegeben, dass du keine Ahnung hast. Und das ist so, du hast keine Ahnung, was das angeht. Verstehst du? Und deswegen ist diese Aussage wertlos. Klingt jetzt hart, aber ist so. Du kannst dir das nicht vorstellen, Bernhard B. Du lebst in einer anderen Welt als wir. Unsere Welt nennt sich Realität. Deine Welt nennt sich Traumland mit Regenbögen, Einhörnern und Zuckerwatte. Du bist ja eigentlich ein netter Kerl, du warst ja vorhin nochmal da drin gewesen, aber ich will das nur nochmal so auf den Punkt bringen, weil das nichts bringt, da rumzuspurbeln und zu relativieren, ja. Oder wie siehst du das, Toni? Ja, ich finde den Dialog hier zwischen Trollack und ihm ist ja sehr interessant. Zahlung ausstehend. Schön herausgearbeitet. Ja. Ich weiß nicht, was Bernhard, weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, siehst du das auch so, dass wir da viel zu viel reininterpretieren und es gibt halt da verschiedene Lager, aber gehen Sie weiter, es ist nicht zu sehen. Nein. Das Relativierungsgeschwurbel, ja. Ja. Aber bei ihm ist, glaube ich, nicht bösartig oder das ist irgendwie Desinfo. Der ist halt einfach, der versteht das. Das ist, glaube ich, jemand, der das wirklich nicht versteht. Ja? Denke ich mal. Für mich nochmal eine andere Schiene, zum Beispiel Kurt, der es ganz genau versteht, aber einfach nicht sehen will. Ja. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist genau wie mit bei Klimsi. Ja. Wenn man bei Klimsi zuschauen musste, dass er wirklich nicht nur das total nachvollziehbar und offenkundig war, dass der da voll an Trotz auf Vienna hängt, ja. Genauso ist es jetzt, wenn Kurz sich nicht positioniert und weiter mit Hüller da rummacht, dann ist da Ende Gelände. Ja, das ist einfach so. Klimsi fängt jetzt auch wieder an, Let's Play and Talk. Der Mann hinter der Maske. Und sowas, ne? Letztens im Kulturstudio war das, glaube ich, oder so. Ekelhaft. Ja, wie sich solche Leute so rumdrehen lassen, das ist so erschreckend. Und da gab es Szenen in diesen, ich habe es ja nicht komplett gesehen, also nur in Stücken, aber wo er sich da in einem schwarzen Hemd mit Sonnenbrille, ja, da aufgebaut hat. Und wir kriegen euch alle, ja, ey, das war absolut spooky. Ich wollte es nicht an mich ranlassen. Ja, und bitte, Kurt, mach das nicht. Bleib bei deinen Leisten, ja. Bleib so, wie du bist und lass dich nicht von irgendwelchen Leuten vereinnahmen, ja. Gut, lässt dich ja nicht vereinnahmen. Der Kurt ist halt neutral. Ja, aber auch mit Anwesenheit, ne? Das ist schon geschehen eigentlich. Was? Ist man schon vereinnahmt. Wenn man jetzt nicht auf der richtigen Seite steht. Eigentlich ist es ganz einfach für Kurt. Da muss ich entscheiden, mehr, auch wenn das jetzt plakativ klingt, ja, und irgendwie so einengend. Es geht nur darum, ob Hüller oder Let's Play.
Ist ganz einfach. Und wenn da wieder die Seite der Wahrheit ist und wir und in diesem das Moment, in diesem Zusammenhang geht es nicht um die Person, sondern das, was die Person vertreten, wofür sie stehen, die zugrunde liegenden Prinzipien und die Handlungsweisen und die Intention. Ja, also es geht ja nicht darum zu sagen, ich bin jetzt auf den seiner oder den seiner Seite, sondern es geht stellvertretend um die Prinzipien. Auf der einen Seite die Herrschaftsablehnung, die Konsequenz, die Loyalität und auf der anderen Seite Desinformation, Rufmord, Entmenschlichung und so weiter. Dafür steht Martin Hüller. Und das ist keine Lüge, das ist keine Überspitzung von irgendetwas, es sind Tatsachen, die mit Videos belegt sind, mit eigenen Aussagen. Toni Westert, ja, ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz schnell. Kannst das nicht, dass man das. Wir haben das jetzt schon so oft gesagt und es gibt noch so viele Leute da draußen, die. Toni. Oh, es ist echt. Ich bin jetzt mal im Ernst. Ja. Jetzt mal im Ernst. Es wurde schon so oft thematisiert, ne? Und diese Sachen, die habe ich ja schon vor Ewigkeiten hochgeladen, auch die Videos. Wenn es einen Kurt wirklich interessiert hätte, der hätte sich angeguckt. Na, das Problem ist ganz einfach auch bei den Leuten ist ganz einfach, weißt du, er sucht auch ein bisschen die Wärme, ein nettes Gespräch zu führen und es, ich glaube... Ja, natürlich. Wir kennen doch alle den Kurz. Ja, das ist ja auch, uns ist das ja auch vollkommen klar, dass er das nicht will. Ja, er will das, er hat ja gar keinen Bock drauf. Aber naja, hier geht es halt um Öffentlichkeit, um öffentliche Wahrnehmung, wie wird er wahrgenommen, ja. Und er wird komplett gegen seinen Willen eigentlich. Er wird instrumentalisiert gegen seinen Willen und er merkt es dann gar nicht, verstehst du? Ja, aber am Ende bleibt der freie Wille, ja, am Ende bleibt der freie Wille. Entweder sage ich, ich bin ferngelenkt, ich habe keinen eigenen Willen und keine eigene Meinung und bla, will mich überall raushalten, oder ich gehe den Schritt und sage, ich positioniere mich. Und dann muss man sich positionieren zwischen Let's Play und stellvertretend jetzt, ja. Oder besser einfach zwischen Wahrheit und Täuschung. Ja. Und übrigens, wenn du zum Schluss kommst, dass Martin der Heiland ist oder Martin für die Wahrheit steht und wir für die Täuschung, dann würde ich ganz klar sagen, Martin Hüller, dann bist du da eigentlich schon auch richtig. Ja, ist wirklich so. Also wenn das so ist oder wenn du zum Schluss kommst. Es ist einfach ich kenne ja da noch mehr so Leute, die so drauf sind. Aber der Kurt ist nochmal ein ganz spezieller Fall jetzt, ne? Weil der eigentlich super in Ordnung ist. Nur, ich kenne ja auch im Real Life so Leute. Ich bin neutral! Irgendwie sowas schon hören, ne? Für mich ist, wenn ich schon höre, ich bin neutral oder tralala, es gibt solche und solche. Puh. Ist für mich einfach immer nur, ich bin feige. Ich sehe weg. Ich lasse Unrecht zu. Wenn es hart auf hart kommt. Und vor allem gibt es ja auch noch Beispiele, ja, so Parallelen. Das ist ja das, was mich so umhaut, ja. Wir haben Klimsi als eine Blaupause und vor allem Ian als eine Blaupause. Genau, ja, für dieselbe Situation, ja. Fühlt doch der Kurt auch, dass der Ian ein netter Kerl ist. Deswegen habe ich mich doch mal so aufgeregt in der Sendung, wo er kommt, ja, der Ian, der ist doch ein netter Kerl. Wo ich dann gesagt habe, nein, ist der nicht. Nette Kerle stehen hinter ihren Leuten, die sie immer großspurig als mein Freund Toni bezeichnen oder so. Ja? Oh, der war doch netter Kerl! Ja. Ja, das mein Freund Toni, das hat mir auch richtig übel aufgestoßen. Ich war jedes Mal kurz davor zu explodieren. Ne? Ja, also wird schon noch ganz, ganz viele Spreu vom Weizen trennen, glaube ich. Ja. Also. Holla die Waldfee. Und wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann Leute verstehen, die keinen Ärger haben wollen, die einfach immer nur oder neutral sein wollen, wie der Kurt jetzt oder was auch immer. Ich verstehe euch alle, ja. Aber ich muss sagen, wenn ihr euch dann noch mit so widerlichem Gesindel abgibt, die ganze Zeit immer noch in Sendung rangeht, so tut, als wäre nichts gewesen oder es interessiert euch alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Weil es ist einfach,
Ja, wenn euch das einfach so egal ist. Wenn es euch nichts ausmacht, mit solchen Individuen zu verkehren oder so. Also, ich habe mir auch im Real Life solche Leute einfach vom Hals geschafft, auch wenn es vielleicht schwer gefallen ist am Anfang, ne? Aber wenn man, umso länger man sich die dann vom Hals geschafft hat und die melden sich dann wieder. Vorhin hat mich auch wieder jemand angeschrieben, den ich mal eigentlich schon 2,5 Jahre vom Hals geschafft habe. Tut dann auch mal so, als wäre nichts gewesen, schreibt dann so ganz normal und so. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man dann denkt, ey, warum habe ich das überhaupt so lange mitgemacht? Das ist wirklich so. Ich finde es, ich finde es, ich habe gerade mal, Dennis hat mir einen Link von seiner Sendung geschickt und da habe ich jetzt mal drauf geklickt. Also ganz, weiß gar nicht, wer da in der Sendung ist, aber die haben 97 Zuschauer und wir haben 102. knapp, aber ja, ich glaube, Dennis würde sich ärgern. Quotenkindergarten. Aber ich finde das witzig, ich finde das witzig. Aha-Effekt. Discord-Server, interessant. Aber es hatte verdammt wenig Aufrufe, der Chaos-Stream vorhin. Mal guck mal, wie viele Leute dazu geguckt haben. Teilweise 430 Mann oder so, ne? Und der hat insgesamt 2000 Aufrufe nur. Stimmt doch was nicht. Ja, anyway. Ja, man kann auf die Zahlen gucken, ja. Man kann sich auch stellenweise ein bisschen daran orientieren, aber man sollte das nicht auf die Goldwaage oder für bare Münze Na. nehmen. Ja, das war wieder Großkino. Super Stream. Ja. Ich hatte auch so meine Bedenken mit Kurt, ja, den da reinzulassen, aber ich dachte mir, ja, es ist dein Hangout. Also ich Ja, mein lasse. Gott, aber weißt du, man kann jetzt hingehen und in seinem ganzen Leben nur noch auf Nummer sicher gehen. Ja. Also ich hätte nicht mehr, ich hätte nicht in meinen Hangout reingelassen und ja, aber es war völlig okay so. Völlig okay so. Und das Problem so nicht, dass wir Code reingeholt haben, sondern das Problem ist, das, was jetzt draus gemacht wird, zum Teil vielleicht. Das ist das Problem, die Lügen. Ja. Ja, aber umso dreister die Lügen wären, vielleicht schnallt es dann doch noch der ein oder andere, ne? Genau. Ja. So, jetzt aber hier Feierabend, oder? Ja, ich bin auch echt müde. Ich hab zwar frei heute, aber Das sind Namen wie Erdogan. Das sind Namen wie Putin. was ist denn das, Markus Müller? Also mein Problem ist einfach folgendes, das wollte ich nur noch mal sagen. Ne? Da geht es hier auch gar nicht um Positionierung oder sowas, ja. Sondern ich stelle mir einfach die Frage, wenn jemand kein Problem hat mit solchen widerlichen Gestalten wie Hüller oder sonst irgendwas, und sogar wenn jemand noch weiß, was da alles gelaufen ist, wenn jemand gar kein Problem mit so jemandem hat oder den gar nicht widerlich findet, da stimmt meiner Meinung nach schon irgendwas nicht. So sehe ich das. Da läuft schon irgendwas falsch. Ja, Weil aber normalerweise müsste es einen wirklich anwidern, was? ich muss das zugeben, ich bin da bei Martin auch lange, lange getäuscht worden. Ja. Also ich kann mich auch so ein bisschen in die Leute reinversetzen. Aber so ein hohes Level an Verdrängung und kognitiver Dissonanz, ja, das ist für mich in keinster Weise nachvollziehbar. Ja. Und ich finde es witzig, ja, dass gerade das der Auslöser dafür war, dass ich meinen Facebook-Account ja auf Eis gelegt habe. Ja. Dass ich das gelesen habe, ja. Dass unreflektiert dieses Denunziantentum übernommen wurde, ja. Und da auf dir rumgehackt wurde. Echt, das kriege ich nicht weich. Naja, hier darf jeder mal, ne? Du warst ja schon dran, ne? Jetzt bin ich halt mal dran, ne? Ja. Ja. Ganz schönes Armutszeugnis. Aber Leute, unterschätzt die Hangout-Szene nicht.
Also jetzt nicht von den Protagonisten her, sondern als Tool, als Werkzeug. Deswegen sind diese Kämpfe auch hier. Deswegen gibt es Leute, die bezahlt sind und Desinformation streuen und in den Chats drin sind und so. Das hat seinen Grund. Das ist ein wichtiges Medium. Was heißt denn hier, Toni, du Hund? Ab, weg. Ich bin kein Hund. Das ist absolut wichtig, ja. Dass Leute, das, es hat seinen Grund, warum beispielhaft auf Leuten rumgehackt wird. Und das, der einzige Grund sind die Zuschauer, damit die Zuschauer sehen, was passiert und was hier los ist, ja, damit sie nicht selber den Mut entwickeln, eigene Sendung zu machen. Oh, ist doch alles stressig und so und bla bla bla. Ey, by the way, natürlich ist es stressig. Wenn es nicht so wäre, wäre es genau so eine passive Kacke, mit der ihr sonst voll gefüttert werdet. Genau, das ist ganz wichtig, dass auch Exempel halt auch statuiert werden halt, ne? An dir zum Beispiel oder an mir. Mit jedem klar bestrafe einen und erziehe Hunderte oder wie ist das nochmal da Tausende oder wie war der Spruch? Keine Ahnung. Jedenfalls, das ist ganz wichtig, damit Leute genau sehen, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Macht bloß keine Sendungen, befasst euch bloß nicht mit diesen Themen, fasst bloß nicht diese heißen Eisen an. Ja? Denn dann passiert das. Ja. Markus, ich weiß nicht, was du da die ganze Zeit machst, aber du machst ganz komische Geräusche da. Markus, nee, wer ist das? Ist das Markus? Ich bin da. Markus ist stumm. Da kommen irgendwelche Geräusche. Ritscheratsch. Okay, ihr Lieben, ja, also mir fallen jetzt auch die Augen zu. Ja, ich mache Das jetzt auch war's. Schluss. Also Leute, Teil 1 werde ich noch mal hochladen, wahrscheinlich auf ja, meinem Hauptkanal wahrscheinlich. Muss mal gucken, ob das, weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht wegen Strikes. Also muss mal gucken. Lass auf Vidme hoch. Mach einen Trailer. Lass uns weggehen von diesem scheiß YouTube. Ich glaube, ich werde auch nur noch Trailer-Videos hochladen. Und verlinken. Das hat beim letzten super geklappt. Ja, aber ich muss mal gucken, wie ich das machen werde. Also, ja, ihr werdet sie sehen und ist eine interessante Charakterstudie, finde ich. Und ja, vielleicht blickt da noch der ein oder andere von euch noch besser durch. Vielleicht könnt ihr es ja mal ein bisschen analysieren und auch in die Kommentare reinschreiben. Ich werde es rumbenennen. Das andere ist jetzt also der Chaos Team 2, weil eins ist für mich mit Helena halt, ja, und das ist hier der Zweier jetzt. Und das hier ist jetzt einfach Chaos Team 2 Epilog. Ich glaube, so nenne ich das. Ja, super. So, Leute, dann hier. Was Let's Play und Toni sind herrschaftsgeile Drecksäue, die alles löschen, was nicht an ihrer Linie ist. Und da war es auch schon gelöscht, ne? Ja, also das war jetzt so ein schönes Schlusswort, finde ich, ne? Von demjenigen, was ich da vorgelesen habe. Also übertreffen kann ich das nicht, deswegen mache ich jetzt Schluss. Alles klar, bis dann, ciao.